dass man ihnen genau solche Konditionen aufgezwungen hat und sie in Konzentrationslager gesteckt hat und alles Mögliche, absolut geisteskrank, ne? Versteht ihr jetzt, warum ich sage, Jesus ist Gott, Allah ist Satan? Es ist seine Religion von Luzifer. Weil der Herr Gott sagt in Levitikus, drittes Buch Mose, Kapitel 19, Vers 33, dass du einen Fremdling wie deinen eigenen Bruder behandeln sollst, mit Liebe und Güte. Ist das, was der Allah aber sagt zu den Muslimen? Es handelt sich um den Widersacher. Danke, danke. Allah ist nichts anderes als Baal. Hubal, Baal. Es ist derselbe, der damals Opfer verlangt hat. Los, opfert eure Kinder. So wie die Hamas das macht. Habt ihr mal Interviews gesehen, wo sie ihre eigenen Kinder so halten und sagen, wenn du groß wirst, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du eine Selbstmordattentäterin wirst. Oder Selbstmordattentäter. Zu ihren kleinen Kindern. Zu was sie erziehen. Zu was sie erziehen. Zu Monstern. Zu Monstern. Habt ihr das gesehen? Oh, ich bin stolz auf mein Kind. Eines Tages werde ich ihn zu einem Mujahid erziehen, dass sie sich in die Luft jagt. Das ist für mich das größte Geschenk überhaupt. Dass die Fisabilillah für Allah Sache sich in den Tod reißt. Seht ihr, dieser Gott ist blutrünstig und verlangt von den Anhängern, sich in die Luft zu jagen. Sure 9, Vers 111. Danke. Du bist voller Hass, ja genau. Wenn ich die Bestandteile des Islams euch erzähle, bin ich voller Hass, genau. Sehr gut. Sehr gut. So will ich dich sehen. Immer so ein Auffassungsvermögen, du unrealistischer, bildungsresistenter Intelligenzallergiker. Sehr gut. Wundervoll. Wundervoll. Dankeschön. Richtiger, bildungsresistenter Intelligenzallergiker. Bin gleich da. Ja, ich warte auf dich, mein Lieber. Wie oft willst du das noch sagen? Jeden Tag kommt er rein und sagt... Jeden Tag kommt er und sagt, danke, User. Ich nehme dich sowieso nicht an. Was ist das? Die schicken 8 Millionen Mal Anfragen. Nein! Nein! So. Du lachst, weil du verzweifelst. Okay, dann brauchst du nicht mehr zu machen. Tschüss. Du lachst, weil du verzweifelt bist. Genau, ich bin verzweifelt wegen dir. Wegen deinem wahnsinnigen Auffassungsvermögen. Danke dir. Hör mal weiter, hör mal, hör mal. They walk like ride the animal like this. Why are you walking with both legs dangling on the side of the donkey? Guck mal, die lachen. Why is it every time the Muslim comes to... Guck mal, die Muslime lachen über das Leid des Christen, der das auf sich nimmt, um Christus zu folgen. Wahnsinn, ne? Da lachen diese verdreckten Leute in seiner Predigt. Weil die das so lustig finden, dass Menschen unterdrückt werden. Ja. Da lachen diese Mülltonnen. Ich kann das nur so äußern, ihr Lieben. Ich kann nur das aussprechen, was auszusprechen werden muss. Was ausgesprochen werden muss. Wie kann man über sowas denn lachen, wenn Menschen unterdrückt werden? Stell dir mal vor, Hansi und seine Familie würde das Schicksal erfahren und wir lachen uns in einer Predigt kaputt und sagen, haha, der wird unterdrückt. Unglaublich, ne? Mülltonnen, so sieht's aus. Mülltonnen. Islamhasser. Ja, wer kann denn so eine Religion denn lieben, nach dem, was man hier alles herausfindet, ey? Der muss nicht mal alle Tasten im Schrank haben, ey. Danke, lieben. Vielen lieben Dank. Danke. Danke, Bello. Danke, Jesus. Dankeschön, danke, ja. Hallo? Hallo? Danke, Bello, danke. Hey, Amir. Ja, mein Lieber. Ich hatte eine Frage bezüglich einer Offenbarung. Du hast eine Frage bezüglich Offenbarung? Ja. Mhm. Also ein Kollege von mir, der Moslem ist, hat mich gefragt, er hat mir diese Offenbarung gesagt und dachte, er hätte damit das gesamte Christentum widerlegt. Kennst du dich aus mit der Offenbarung 2, 23? Wo Jesus Christus Bezug nimmt auf Isabel und die Kinder. Mhm. Und ihre Kinder will ich zu Tode schlagen und alle. Ja, damit sind doch nicht wahrhaftig Kinder gemeint. So dämlich sind diese Leute. Was so behämmert sind diese Leute. Willst du einmal selber das Kapitel lesen und dann wirst du merken, dass das nicht so gemeint ist, wie die Leute das verstehen. Willst du es einmal selber lesen? Also. Und ihre Kinder will ich zu Tode schlagen und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der ihre Leben und Herzen erforscht. In ihren Prüfen. Genau. Und willst du einmal selber das Kapitel lesen? Das ist hallo. Das ist doch dieses Kapitel. Ja, der Pavlos möchte auch noch was dazu sagen. Ich wollte, dass du das mal bitte liest. Warte, Pavlos. Pavlos, warte mal ganz kurz. Ich will, dass er das selber liest und sich nicht von Muslimen immer in die Ecke drängen lässt. Einfach mal selber Kapitel 2 lesen, liest du von Anfang und dann wirst du sehen, was das für einen Sinn ergibt. Guck mal. Und ich werde gehen, also von Anfang an, und ihre Kinder will ich zu Tode schlagen und alle Gemeinden... Ich habe zu dir gerade gesagt, du sollst ab Kapitel 2, Vers 1 lesen und dann das Ganze runter. Damit das ja auch Sinn ergibt. Ah, warten Sie, ich habe meine Website ist nicht so gut strukturiert. Aber nochmal ganz kurz, was meint ihr denn mit Christentum widerlegt? Weil Gott angeordnet hat, zum Beispiel jetzt Kinder zu töten, wenn das jetzt wirklich so wäre? Oder was meint er damit? Damit hat er, ja, genau. Ja, wenn das so ist, wie geht er dann damit um, dass Allah die Sintflut herbeigebracht hat und Frauen und Kinder, unschuldige Kinder darunter waren? Stimmt, eigentlich schon, ja. Sie stille. Ja. Ich sage euch, manchmal sind die Muslime Atheisten, manchmal sind sie Christen, manchmal sind sie Muslime, je nach Laune. Es ist immer abhängig von ihrer Laune. Denkst du, es liegt an den Urin? Ja, ich denke schon, das liegt am Urin und am Kot. Kot und Urin. Aber Offenbarung 2. Ja, ganz klar, das ist die, erstens ist eine geistliche Unzucht damit gemeint, ne? Und wird das dann zerschlagen letztendlich. Das ist alles geistlich. Ihr müsst das richtig, ihr müsst nur den Kapitel lesen und dann werdet ihr das ja selber sehen. Habe ich doch gerade eben gesagt. Genau wie Bruder Amir gesagt, so passt jetzt zurück und vorlesen. Wenn wir Christen einen Vers aus dem Koran zitieren, schlagen wir auch ein Tafsir auf, um es zu verstehen, was der Koran bzw. der Allah uns da sagen möchte. Nicht wir legen irgendwas aus, wir lesen ihre Tafsir und deswegen sind sie so am Ende und fühlen sich so in die Ecke gedrängt. Versteht ihr? Und dann wollen die so die Bibel auch in so ein Licht drücken. Nein, nein, nein. Der Gott der Bibel wird euch immer wieder auf den Boden der Tatsachen holen. So ist das. Aber in der Bibel wird doch, wir werden doch gewarnt, dass jemand kommen wird, der von einem Engel quasi so gelehrt wird und wir werden ja davon, wie nennt man das? Da steht doch in der Bibel steht doch, dass jemand kommen wird, der ein falscher Prophet ist, der sich als falscher Prophet offenbart und von einem anscheinend Engel gelehrt wird. Du meinst Galater 1, Vers 8? Genau. Das sind alle falsche Evangelien gemeint, alle falsche Botschaften, aber sehr besonders auch der Islam, weil da drinnen steht in Galater 1,8, selbst wenn ein Engel von Himmel herabkommt und ein anderes Evangelium verkündigt als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und das hat letztendlich nicht nur auf den Islam bezogen, sondern auf alle bezogen, beziehungsweise auch für die ganzen Leute, die den Schabbat halten und so weiter, die ganzen Gesetzeshalter und behaupten, Jesus sei nicht Gott und. Aber auch der Islam, ne? Sehr, sehr zutreffend, weil wie hat Mohammed seine Offenbarung bekommen, beziehungsweise sein Evangelium von einem Engel. Aber das Krasse ist, er hat es ja nie aufgeschrieben, ne? Also der Islam ist ja, also der Koran ist ja viel später gekommen, nach Mohammeds Tod. Und da waren selbst, und da brüsten sich ja alle Muslime immer, die können das alle immer perfekt rezitieren. Aber Sahih Bukhari 497 hat gezeigt, die waren alle falsch, die haben alle falsch rezitiert. Und so hat der dritte Kalif Uthman alle Korans verbrennen lassen und seinen eigenen geschrieben. Und jetzt gar nicht den originalen Koran und sogar einen verfälschten. Das ist sogar das Krasse an der Geschichte. Wir werden ja von dem gewarnt. Warum sollten wir dann konvertieren? Ja, nur ein ignoranter, unwissender konvertiert zum Islam. Die Schlauen unter ihnen setzen sich erstmal hin und forschen erstmal nach. Was ist überhaupt für eine Religion? Ist Mohammed überhaupt ein Prophet? Er nimmt sich also Sahih Bukhari zu an, Sahih Muslim. Oder auch bei den Schia geht er dort gucken, was die für authentisch befunden haben. Und dann schlagt er mal nach. Und dann wirst du den Wahnsinn sehen. Dass der Islam einfach nur in die Welt gerufen wurde, um Mohammeds Gelüste zu erfüllen. Das war's. Mehr ist das nicht. Das ist das Mein Kampf von Mohammed. Mein Kampf. Der Koran ist Mein Kampf von Mohammed. Viel Stimmen drauf. Ey. Okay, ihr Lieben, dann bis gleich dann, ja? Ja. Gottes Segen, Bruder Amir. Ciao. Gottes Segen. So. Basim. Schiebte. Hey, Amir. Basim, wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Wow, Gott segne dich und deine Familie. Wir haben gerade das Thema aufgemacht, die Sure 9, Vers 29 und damit unterdrückende Vers, den Allah den Mohammed mitgegeben hat und den Omar ibn al-Khattab dann ja, für uns ausgelegt hat, indem der den Christen in Syrien den inhumansten, verdrecktesten Vertrag aufgezwungen hat, den man sich nur vorstellen kann. Deswegen habe ich zu den Muslimen gesagt, stellt euch mal vor, wir würden das an euch praktizieren, diese Gerechtigkeit von Omar ibn al-Khattab, wie der die Sure 9, Vers 29 ausgelegt hat. In einem islamischen Staat dürfen die Nicht-Muslime, müssen die zwei unterschiedliche Paar Schuhe anziehen. Sie müssen sich den Vorderteil des Kopfes rasieren, sie müssen den Gürtel der Schande tragen, sie dürfen nur auf einem Esel reiten, sie dürfen kein Schwert mit sich tragen, sie dürfen ihren Glauben nicht laut bezeugen, die Kirchen, die zum Beispiel gebaut wurden und zerfallen, dürfen nicht restauriert werden, sie dürfen niemals laut ihren Glauben Muslimen so bezeugen, nichts, also gar nichts, nichts. Lieber Bruder, das ist Islam. Pass auf, ich bin selber Muslim, Alhamdulillah. Ich habe nichts gegen Christen und wir haben schon 2-3 Mal miteinander geredet. Weißt du, was ich traurig finde? Du möchtest gerne, dass die Bibel von Anfang an mit der Sure, sage ich jetzt mal, abgelesen wird, bis zum Ende, die Kapitel. Warum machst du das nicht mit dem Koran? Von Anfang an bis Ende, genau wie es so aufgeschrieben hast. Aber du, warte mal bitte, du liest nur einen Teil, wo es sich heftig anhört. Aber was davor geschrieben ist und was danach geschrieben ist, das liest du nicht vor, Bruder. Schlag dein Koran auf. Bei Gott, ja. Einen Moment. Hol dein Koran. Bruder, ja. Was hat denn Sure 9, Vers 29 mit Sure 9, Vers 28 und Sure 9, Vers 30 zu tun? Erklär mir das bitte. Lies uns vor. Hoppala. Ich komme hier live und bringe einfach solche Sachen hier einfach, ohne diese ganzen historischen Fakten zu berücksichtigen und mir Tafsir durchgelesen zu haben, damit mich hier kein sogenannter Muslim mich widerlegen kann und mir unterstellen kann, dass ich hier irgendeinen Unsinn erzähle. Sie wissen genau, was ich sage. Alle, diese ganzen Leute, die Ahnung haben. Sag mir erstmal genau nur eine Sure, erstmal welche du haben willst. Sure 9, At-Tabari. Das ist die letzte Etappe in Mohammeds Leben, die letzte Sure, die eigentlich offenbart wurde. Sie müsste eigentlich 114 sein, die Sure 114. Historisch gesehen. So, pass auf, ich habe Sure 9. Ich habe das in Deutsch. Die Reue steht hier, ne? Ja, genau. Willst du von Anfang haben? Bitte. 55, Punkt, ja? So. Lasse dich nicht von ihrem Vermögen und ihren Kindern beeindrucken. Allah will sie damit nur im irdischen Leben strafen, weil sie ihre Seelen daran zugrunde gehen, da sie ungläubig sind. Und sie schwören bei Allah, dass sie ganz gewiss zu euch gehören. Sie gehören aber nicht zu euch, sondern sind ein furchtsames Volk. Fändet sie einen Zufluchtsort oder Höhlen oder einen Schlupfwinkel. Will der Hass dorthin flüchten, und einige unter ihnen murren der Almosen. Was willst du noch haben? Wohin noch? Ich habe zu dir gesagt, Sure 9, Vers 29. Was liest du da, Mann? Sure 9, Vers 29. Sure 9, Vers 29. Wieso habe ich das hier nicht? Sure 9, Vers 29. Vers 29. Blub. Jetzt einfach in irgendeinem Buch, hat er irgendwas aufgeschlagen, hat er einfach angefangen zu lesen, der Basim. Unglaublich. Warte mal, lieber Bruder, weil ich hab den Sure 9 hier, ich habe den aber in Deutsch, und deswegen, ich bin ehrlich, ich habe angefangen, den zu lesen, aber ich bin nicht so weit. So weit bin ich nicht, ich bin ehrlich zu dir. Basim, Sure 9, Vers 29, bitte. So, Sure 9, Vers 29. Bekämpfe jene der Schriftbesitzer, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben, von den Leuten der Schrift, und nicht den wahren Glauben folgen, bis sie sich unterwerfen, die Steuern freiwillig einrichten. Das war 29. Genau. Was wird dort gesagt? Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Richtig, Basim? Ja, richtig. So, steht da, kämpft gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, Basim? Ja. Aber warum? Nein, nein, da steht nicht, kämpft gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Nein. Sorry, nein. Steht da, kämpft gegen diejenigen, die euch unterdrücken, Basim? Nein. Was steht da? Bekämpft diejenigen, die nicht an Allah glauben. Der einzige Grund, warum Muslime, Juden und Christen und Andersgläubige bekämpfen, ist, weil sie nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben. Wahnsinn, ne? Einen Moment, warte mal ganz kurz, bitte. Und jetzt kannst du Sure 9 Vers 28 lesen und Sure 9... Danke, Tim Jesus. Jetzt kannst du Sure 9 Vers 28 lesen und Sure 9 Vers 30. Dann siehst du, das hat gar keinen Zusammenhang. Was ist das? Das ist ein zusammenhangloses Buch. Bruder, es ist nicht so verkehrt, was du sagst, aber, es ist einfach zu sagen, liese den Vers da und da. Liest du doch von Anfang an, was damit wirklich zu bedeuten hat. Von Anfang an. Was heißt denn bei uns Muslime? Tötest du einen? Basim, hast du gerade zu mir gesagt, Amir, lies mal einen Vers davor und einen Vers danach. Warum machst du das nicht? Kann ich auch machen. Willst du einen kompletten Vers, dass ich lese? Wäre das dann nicht ehrlicherweise von dir, also so angebracht, wie du es auch erwähnt hast? Ja. Warte mal bitte ganz kurz, ich wollte hier gerade was... So. Warte mal ganz kurz, ich gebe dir mal was ein. Was gibst du denn ein? Kannst du was in ein Buch eingeben, oder was? Nein, Bruder, ich kann hier gar nichts hier eingeben. Ich kann den auch nicht mal verfälschen, weil der Koran ist der einzige, der nicht verfälscht worden ist. Den kann man nicht verfälschen. Darf ich dich was fragen? Der Koran ist so verfälscht und korrumpiert, das glaubst du gar nicht. Osman hat alle Kopien der damaligen Zeit verbrennen lassen, weil die Muslime in Irak und die Muslime in Syrien unterschiedliche Koranversionen hatten und sich angefangen haben zu bekriegen und zu ermorden. Alles gut. So klein ist das Ganze. Kannst du mir bitte eins erklären? Eins. Warum gibt es den Alten Testament und den Neuen Testament? Warum? Das Alte Testament ist das Gesetz, was Mose Israel gegeben hat, um sich reinzuhalten, bis der Messias kommt. Und danach sind die Propheten, die über den Messias uns prophetisch mitgegeben haben. Das Neue Testament ist die Erfüllung des Alten Testaments. Das ist wie ein in sich greifendes, perfektes Zahnrad, Basim. Ja, aber da widerspricht sich vieles mit den Alten und Neuen. Warum? Überhaupt kein bisschen. Doch. Ist nur ein Widerspruch in dein Gehirn. Das ist das. Bruder, pass auf. Wechsel nicht das Thema, Basim. Kann ich einfach nicht verstehen. Fokussier dich auf das Thema, bitte. Lies mit einem Vers vor und ein Vers danach, damit du merkst, ey, der Amir hat recht, der Koran hat gar keinen Kontext. Kann ich gerne machen, ja. Dann so. Bitte. 21, 22, 20, 25. Wahrlich, ab 25, pass auf. Ab 25, pass auf, ab 25. Wahrlich, Allah verhalf euch schon auf vielen Schlachtfeldern zum Sieg. So auch am Tag von Hunayr, als ihr auf euren Überzahl stolz wart, doch sie nütze euch nichts und die Erde wurde euch eng, trotz ihrer Weite. Dann kehrte ihr den Rücken zur Flucht. Doch dann sandte Allah seine große Ruhe auf seinen Gesandten und auf die Gläubigen nieder und schickte Herrscharen herab, die ihr nicht saht, und strafte die Ungläubigen. Das ist der Lohn der Ungläubigen. Und so wendet sich Allah verziehen zu, wen er will. Denn Allah ist verzeihend und barmherzig. Das war die 27, 25, 26, 27. Weiter. Und ihr, die ihr glaubt, siehe, die Götzendiener sind unrein. Darum sollen sie sich nicht diesem ihren Ja der unverzeihlichen Moschee nicht mehr nähern. Und falls ihr dadurch Armut befürchtet, Allah wird euch, so er will, aus seinem Überfluss vorsorgen. Siehe, Allah ist wissend und weise. Ja. Und dann kam das 29, was du gesagt hast. Bekämpfe jene. Ja, jetzt warte. Ja. Warte, jetzt kommt die 30. Und die Juden sagten, Allahs Sohn, und die Christen sagen, rede wie die Ungläubigen vor ihnen, Allah Flucht Allahs Fluch über sie, wie sie, doch völlig ohne Verstand. Sie nehmen ihren Rabbiner und Mönche und Rabbiner und Mönche und den Messias, Sohn der Maria, neben Allah zu Herren an. Wie kann ich denn einen Menschen neben Gott und Götzendiener beistellen? Basim, was hat Sure 9, Vers 29 mit Sure 9, Vers 30 zu tun und mit Sure 9, Vers 28? Erklär. Pass auf. Gar kein, das ist zusammenhangsloses Buch, Mann. Es gibt keine andere Gottheit außer Gott. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich danke dir auf dem ganzen Herz. Fängt auf einmal an mit, es gibt keinen Gott außer... Mein Gott! 3 Jahre habe ich ihm zugehört, damit er mir sagt, am Ende... Weil er das herausgefunden hat, weil er gesagt hat, ach du Heilige, der Amir hat recht. Sure 9, Vers 28 hat auch gar nichts mit Sure 9, Vers 29 und Sure 9, Vers 30 zu tun. Was hat es denn auf sich? Ich muss das also herausfinden, so wie ich damals. Was hat es auf sich mit Allah verlangt von mir, dass ich alle Menschen bekämpfe, bis sie mir die Jizya bezahlen? Oder ich sie in die Ewigkeit schicke. So, jetzt kommt der Tafsir von Ibn Kathir, von Al-Qurtubi, von At-Tabari, von Al-Jalalain ins Spiel. Und sie zitieren Mohammed und die Gelehrten und sagen uns das hässliche Gesicht des Islams. Das hässliche Gesicht des Islams. Und dann sehen wir, dass der islamische Staat die authentischste Gruppe der Muslime ist. Das war's. Ad-Dawlat al-Islamiyya ist die authentischste Gruppe des Islams. Sie schämen sich nicht für den Koran und die islamischen Schriften. Iha! Deswegen werde ich auch niemals den islamischen Staat hier kritisieren. Ich werde immer sie versuchen zu verteidigen aufgrund ihrer Theologie. Um den Euro-Shisha-Muslimen Einheit zu gebieten und zu sagen, das ist nicht eure Religion, das ist die Religion von Boko Haram, Ad-Dawlat al-Islamiyya, hier, und hat sie nicht gesehen. Das ist ihre Religion und nicht eure Religion. Ganz einfach. Hallo? Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Danke, dich auch und alle anderen auch hier drin. Amir, eine Frage habe ich richtig mitbekommen gehabt. Gibt es da eine WhatsApp-Gruppe, wo man Informationen bekommt? Ja, meine WhatsApp-Gruppe, genau. Kann mir bitte jemand da einen Link zuschicken? Das wäre sehr nett. Auf meinen Instagram-Account. Ich habe das als, ja, es ist als Status habe ich das gepostet. Klick auf meinen Instagram-Account und dann siehst du diesen Kranz. Dann kannst du einfach draufklicken auf mein Profilbild und dann siehst du den Link dazu. Alles klar, das mache ich, dann weiß ich Bescheid. Das war's auch schon. Ich wünsche dir viel Kraft. Kennst du meinen Instagram-Account, ne? Nee, nur hier auf TikTok und YouTube, aber das werde ich easy finden. Einfach eingeben, Dr. Sheikh Abu Amir. Dr. Sheikh Abu Amir. Okay, mache ich. Finde ich, kein Problem. Okay, dann findest du das schon. Ich danke dir vielmals und ich wünsche dir viel Kraft bei allem. Danke und dir, möge der Herr Jesus Christus mit euch sein, meine Brüder und Schwestern. Amen, Amen. Gott segne dich, mein Lieber. Danke. Ciao. Dich auch. Ciao. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie. Salam alaikum an alle Geschwister und Shalom an alle. Okay. Jetzt hätte ich eine Frage an dich. Ja. Warum musst du immer nur den Islam kritisieren? Warum zeigst du nicht mal mit dem Finger zuerst auf dich? Mach ich doch. Ich verleugne mich selber, nehme mein Kreuz täglich auf mich und mache das, was der Jesus Christus von mir verlangt. Nämlich die Finsternis aufdecken und keine Gemeinschaft mit dir haben. Nein, Jesus Christus, der Herr Jesus Christus. Mohammed als falschen Propheten, so wie der Herr das gesagt hat, hütet euch vor den falschen Propheten, inwendig sind sie aber reißende Wölfe, an ihren Früchten werdet sie erkennen. Jesus Christus hat uns verboten, Hass zu verbreiten. Das tust du aber. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst, mein Lieber. Gott segne dich. Gott segne dich. Als würde ich Hass verbreiten. Unglaublich, ey. Kannst du nicht mehr, das ist unfassbar. Dieses Auffassungsvermögen von einigen Leuten, das ist für mich suspekt. Das heißt, wenn ich die Wahrheit über den Islam sage, die Wahrheit über den Herrn Jesus Christus und wiedergebe, was in der Bibel verzeichnet ist, was im Koran verzeichnet ist, akkurat, bin ich ein Hetzer und das ist nicht im Sinne von Jesu. Ja, was ist denn im Sinne von Jesu? Ich reiß mir gleich die Haare raus. Unglaublich. Ah, ist das krank, ey. Nicht aufhören, Bruder, ja genau. Ah. Hallo. Hallo. Wer ist das? Ich habe eine Frage an dich. Ja. Du sagst, warte mal, findest du, dass der islamische Staat, dass die Leute des islamischen Staats Muslims sind? Und dass sie sich nach den Regeln, okay, warte, und dass sie sich nach den Regeln Allahs halten? Oh, absolut. Okay, dann erklär mir eine Sache. Warum haben die eigenen Mitglieder des Islamischen Staates noch selber gesagt, dass sie die Tötung und Köpfung der Zivilisten nicht richtig finden? Warum sagen sie sowas, wenn du sagst, dass Allah sagt, aber dass das richtig ist? Ja, Sure 47, Vers 4 wäre ein gutes Argument, um das mal aufzuschlagen. Was steht denn da drin? Dann erklär's mir mal, wie du, was steht da drin? Ja, dass man die Leute Nacken therapieren sollte, ne? Und wenn du den Tafsir von Ibn Kathir dazu liest, dann siehst du, dass Mohammed, dass Allah von seinem Propheten verlangt, zu schlachten und kein Lösegeld zu verlangen, ne? Und die Leute erstmal zu massakrieren. Das will Allah von ihm. Und dazu kannst du auch Sura 8, Vers 60 aufschlagen. Und da geht es um die Schlacht um Badr. Und dann sehen wir, dass Allah befohlen hat, die Leute abzuschlachten und keine Gefangenen zu nehmen, um so viel... so viel Territorien wie möglich auch zu erobern und zusätzlich auch den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Keine Gefangenen zu machen zur Anfangszeit. Abschlachten. Allah, du willst das irdische Leben, sagt Allah. Ich will, dass ihr die Menschen hinrichtet. Okay, aber warum sollte er das sagen, wenn einer der 5 schlimmsten Sünden sind, dass man nicht töten soll? Warum sollte er das sagen, wenn er es aber sagt, dass man die Kuffar oder die Käfigzeit töten soll? Hat Mohammed also die schlimmste Sünde begangen? Er hat ja Menschen getötet. Einer der 5 schlimmsten. Ich habe nicht gesagt, dass es die schlimmste ist. Die schlimmste ist ein Käfer. Also, eine der schlimmsten Sünden hast du gesagt. Habe ich doch gerade gesagt. Da hat Mohammed, hat Mohammed einer der schlimmsten Sünden begangen. Ja, Mohammed hat aber nach dem... Also es gibt ja Regeln. Zum Beispiel, töte nicht die Weglaufenden. Aber du sagst ja, dass man die Leute, die Zivilisten... Du sagst ja, dass man Zivilisten... Du hast gerade deinen eigenen Propheten verunglimpft und ihn als Sünder abgestempelt, Mann. Habe ich nicht, habe ich nicht. Ich habe nicht gesagt, dass man... Ich habe dich gefragt, warum man Zivilisten töten soll. Und hast nicht, du nicht warum grade, man kämpfende mein Lieber, hast du nicht gerade ein Kriterium... Hallo! Hast du nicht gerade ein Kriterium genannt, in dem man einen von den 5 Sünden erkennen kann? Und da hast du gesagt, eine dieser Sünden ist, wenn man Menschen tötet. Da habe ich zu dir gesagt, Mohammed hat doch Menschen getötet. Ja, dann ist er ein Sünder, oder nicht? Nein, ist er nicht. Guck mal. Ja, was denn sonst? Aber nicht eine Ausnahme. Was ich sage, guck mal. Mal lass mich doch erklären, ganz ruhig. Ich lass dich erklären. Es gibt bestimmte gewisse Regeln, wann man jemanden, zum Beispiel wirst du angegriffen, dann darfst du, um dich zu verteidigen, natürlich auch zurück angreifen. Ich habe dich aber nur gefragt, warum du findest, dass der Islamische Staat die Leute, die gefesselt da sitzen und sich nicht verteidigen können, warum sie die Leute köpfen sollen. Das frage ich dich gerade. Ja, ich habe dir gerade gesagt, in Sure 47, Vers 4 ist, wenn ihr auf die Ungläubigen stoßt, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel angerichtet hat. Verstehst du? Und dazu musst du den Tafsir von Ibn Kathir lesen, um eine bessere Verständnis dafür zu haben. Mach das mal bitte für uns alle. Ich habe hier gerade nichts liegen. Ich wollte dich einfach nur das fragen. Aber Tamam, wenn du so siehst, was soll ich sagen? Was soll ich zu dir sagen? Ja, ich verstehe auch nicht, warum du so unbedingt darauf hinaus bist, dass man so... Wie nennt man das? Also, dass musst du immer unbedingt Unrecht haben müssen, so, Hani. So, keiner sagt was zu dir, keiner sagt was zum Christentum, Hani. Warum musst du jetzt gegen Islam so schießen? Verstehe ich nicht. Jetzt auf einmal bist du wieder ganz klein mit Hut, ne? Warum? Ich habe zu dir gerade gesagt, willst du die Wahrheit erfahren? Warum der Islamische Staat die authentischste Gruppe ist? Anstatt du sagst, ja, ich möchte es erfahren, Amir, zeig mir das. Warum zeig mir, zeig mir. Okay, habe ich dir gerade gesagt, schlag bitte die Sure 47, Vers 4 auf. Ich habe doch nichts hier, habe ich doch gesagt. Ich habe nicht gerade hier. Ich habe gerade nichts, also ich kann nicht aufschlagen. Guck mal hier, was der Imam At-Tabari sagt, pass mal auf. Kennst du Imam At-Tabari? Hallo? Kennst du Imam At-Tabari? Ja, ich meine. Ja. Ja, warum machst du? Ja. Sag ja, ich kenne Imam At-Tabari. Hammer, ja. Siehst vor, was du meinst. Ja, oder? Guck mal hier, was sein toller Imam At-Tabari sagt. Ich weiß, der ist auch einer von ISIS, ne? Araber sind die edelsten Menschen in ihrer Abstammung, die bedeutendsten und die besten in Taten. Wir waren die Ersten, die den Ruf des Propheten folgten. Wir sind Allahs Helfer und die Wesire seines Gesandten. Wir kämpfen gegen die Menschen, bis sie an Allah glauben. Wer an Allah und seinen Gesandten glaubt, hat sein Leben und sein Besitz vor uns geschützt. Was den Ungläubigen betrifft, gegen den werden wir für immer kämpfen, im Namen Allahs kämpfen. Ihn zu Nacken therapieren ist für uns eine Kleinigkeit. Schau dir diesen Dreckhaufen an und dann sagst du, warum der Islam so heftig ist? Guck mal, Tamam, okay, dann wurde das gesagt. Hör mal zu. Ich habe letztes Mal, kennst du die Sure 965, wo steht, dass man diejenigen, die nicht an, also die Kuffars, dass man die töten soll. Kennst du die Sure? Die 965 war es, glaube ich. Mein Lieber, dann haben wir ein Video geschickt. Soll ich jetzt die Menschen bekämpfen aufgrund ihres Glaubens oder das, was du mir sagst? Sure 9, Vers 29 oder Sure 9, Vers 65? Wir reden gerade von 65. Das wegen dem Glauben. So, lies mal vor. Warte ganz. Du kannst nicht rausgehen. Ich weiß, also das stand auf jeden Fall, ich habe das jetzt auf TikTok. Ist ja kein Problem. Wie gehst du mit den Aussagen von Imam At-Tabari um? Hat er uns gerade die brutale und hässliches Gesicht des Islams gezeigt und gesagt, wir bekämpfen alle Menschen, bis sie an Allah glauben, und derjenige, der nicht an Allah glaubt, den werden wir für immer und ewig bekämpfen, ihn zu Nacken therapiert ist für uns eine Kleinigkeit. Kannst du mit so einer Aussage umgehen? Was soll ich dazu sagen? Moro kann ich... Moro, genau, das kannst du sagen. Ich weiß nicht, was soll ich dazu... Ja, Moro. Aber guck mal, Merkst du jetzt? Haben wir das Thema durch? So, haben wir das Thema durch, dass der islamische Staat die wahrhaftige Strömung des Islams ist? Ja. Nein, haben wir definitiv nicht. Ach, haben wir definitiv nicht. Ist Imam At-Tabari von ISIS aus dem 7. Jahrhundert, wo er gelebt hat? Der islamische Staat. Der islamische Staat handelt nach ihren eigenen Regeln. Das hat nichts mit den Regeln von Allah zu tun oder von den Propheten. Nein, sie sind im islamischen Staat. Denken die Leute einfach alles falsch. Sie machen alles falsch. Sie gründen nur ein Kalifat auf der Grundlage von Omar ibn al-Khattab, der den Juden und Christen den Vertrag von Omar aufgezwungen hat. Aber das sind ja Idioten, die haben keine Ahnung von Islam. Sie berufen sich auch auf Sheikh Islam ibn Taymiyyah und seine Bücher von Muhammad ibn Abdul Wahab und seine Bücher, um herauszufinden, wie man mit Kuffar umgehen muss, wenn man die Stärke erreicht hat. Super. Super Atomwissenschaftler bist du. Guck mal. Aufgrund solcher Leute wie dir habe ich es schwer, die ganzen Leute aufzuklären. Das ist das Problem, was wir hier haben. Was willst du denn daran aufklären, verstehe ich nicht. Du tust ja, weil ihr Leute ignorant seid und nicht euren Horizont erweitern wollt und nicht verstehen wollt, warum der islamische Staat das macht, was er macht. Guck mal, ich sag mal so. Guck mal, ich bin jetzt auch nicht hier gerade der Dings, der Abu Bara in der Dings, ne? Sag ich mal so. Aber Abu Bara selber muss selber schlucken, wenn er die Tafsir aufschlägt. Geh und sag ihm, was soll das? Ist Imam At-Tabari von ISIS oder was? Und du sagst mir, dass das islamische Staat nichts mit dem Islam zu tun hat? Das ist ja eine irreführende Aussage, Mann. Natürlich nicht, natürlich nicht. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst, meine. Natürlich nicht, genau, genau. So will ich das sehen. Genau so will ich das sehen. Natürlich nicht. Ja, da war ihm zu viel. Seinen eigenen höchsten Imam, Jarir ibn Tabari, zu hören. Ne? Unglaublich. So. Wenn jemand schreibt, nimm an und so, der wird als letztes dran genommen. Wenn jemand sagt, hol mich hoch, hol ich als letztes hoch. Habe ich euch schon mal gesagt? Jeder kommt dran und jeder muss warten. Sonst wird das noch länger dauern, wenn ihr das schreibt. Hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Gott segne dich und deine Familie. Ich habe noch Frage an dich. Und zwar, ich habe dich jetzt noch nicht viel so mitverfolgt. Ich habe nur ab und zu mal ein paar TikToks von dir gesehen. Aber erklär mal so, warum sind so viele Euromuslime so nicht informiert über ihren Glauben oder... Warum glauben die so einen Müll, wie zum Beispiel, dass man Kamelpisse trinken soll, damit man irgendwie stark wird oder so? Ja, das ist ja das Problem, was wir haben. Ne? Die denken Kamelurin, weil das durch die islamischen Apologeten versucht, irgendwie ins rechte Licht zu rücken, ne? Dass Kamelurin irgendwie was mit Wissenschaft zu tun hätte und das gegen Krebs heilen würde. Das ist ein völliger Blödsinn, Mann. Es gibt keinen anerkannten Wissenschaftler oder anerkannten Arzt, der eine Studie rausgehauen hat, wo bewiesen wurde, dass Kamelurin nachweislich gegen Krebs heilt. Das ist ein Blödsinn, Mann. Da kann jeder von euch nachforschen. Sofort wird er es herausfinden. irgendwie so. Weißt du, was ich glaube? Die Muslime sind so unfähig gemacht worden, zu erkennen, dass der Islam nicht die Wahrheit ist. Oder, anderer Punkt ist, dass sie wissen, dass der Islam nicht die Wahrheit ist, aber Angst haben, den Islam in Frage zu stellen. Wahnsinn, ne? Also würdest du sagen, die Muslime, die in ihren Ländern sind, die können sich gar nicht anders informieren sozusagen, die kennen keine anderen Religionen und werden so da reingeboren, und die Muslime, die in Europa sind, die sind so, die wissen ihren, kennen ihren Glauben nicht wirklich, aber sind auch so sozusagen mit ihren Eltern hier so muslimisch aufgewachsen sozusagen, aber ja, genau. Das ist ja unsere Sprache so. Sie stellen den Islam hier auch nicht mehr in Frage, und in den islamischen Ländern ist das ja sowieso verboten. Das ist ja das Krasse. Aber in den Ländern, wo sie Arabisch lesen und sprechen können, eine riesen Detonation statt, dank dem Internet. Viele Muslime verlassen gerade aufgrund dieser islamischen Texte, die aufrufbar sind im Internet, verlassen allesamt den... Das ist ja das Heftige. Ja gut, ich wollte nur kurz... Und das kann nicht geleugnet werden. Ich mache jetzt wieder Platz hier für jemand anderen, aber Gott segne dich auf jeden Fall und wünsche noch einen schönen Tag. Okay, Gott segne dich auch, Mann. Mach's gut. Hallo. Das, was du sagst, das stimmt gar nicht. Erstens mal, dass viele Muslime den Glauben verlassen. Sei doch nicht so aggressiv. Nee, ich bin gar nicht aggressiv, überhaupt nicht. Alhamdulillah kommen viele Muslime zu dem Glauben, zu dem richtigen Glauben. Auch liebe ich die Muslime. Nach dem 7. Oktober, das weißt du ganz genau, und vor dem 7. Oktober, Alhamdulillah, Gaza und wird siegen, Alhamdulillah. Ja, und du brauchst auch nicht zu grinsen. Weißt du, was siegen wird? Al-Ikrimbic wird siegen, wenn du das endlich mal praktizieren würdest. Ja. Al-Ikrimbic, kann ich dir nur empfehlen. Deine Augen sind ganz schön gläserig und breit und ja, ich bin auch müde, weil ich arbeiten gehe, nicht wie du zu Hause sitzt. Ich weiß ja nicht, vielleicht nimmst du irgendwelche Substanzen, du armer Junge. Ja, natürlich, ich würde meinen Führerschein aufs Spiel setzen, nur weil ich gläserne Augen habe. Ne? Du gehst mit Prostituierten. Du kannst das nicht ertragen, dass ich deine Religion auseinandergenommen habe und dir gezeigt habe, dass du abgeschnittene Tierpenisse einführen darfst. Das kannst du machen. Du gehst wohl mit Prostituierten ins Bett. So hätte ich in ganz Deutschland habe ich das verteilt. Du kannst nichts dagegen tun. Abgeschnittene Tierpenisse, das ist das Kranke. Seele, du kommst sowieso. Traurige Seele kannst du dich nennen. Warum trägst du das nicht an? Warum trägst du das nicht an? Und schönen Gruß ja, an den Teufel. Okay, warum trägst du Hijab? Kannst du uns das erklären, warum du Hijab trägst und Niqab? Trage ich nicht, aber egal. Trägst du gar nicht. Noch besser, und du nennst dich Muslima? Warum sollte ich dir jetzt diese Antworten besagen? Also, du bist auch Ex-Muslim, das sagt schon alles, ja? Ja, aber warte mal, Allah verlangt von dir, dass du Hijab und Niqab anziehst. Das steht nicht, dass es verlangt wird. In Sure 33, Vers 58. Will, dann muss man warum widersetzt du dich deinem eigenen Gott? Warum widersetzt du dich deinem eigenen Gott? Warum machst du das? Ah, jetzt ist hier raus. Ja. Kein Hijab anziehen, keine fünfmalige Gebete, keine Zakat bezahlen, gar nichts. Aber sie sagt, Hamas und Palästina und sowas wird siegen. Ja, unglaublich. Die Muslime werden siegen. Toll. Super. Alle Krimbic für alle. mit abgeschnittenen Tieren. Boah, unglaublich. Ey. Hallo. Hallo. Ich hab dich bisschen verfolgt, habe ein paar Videos auf YouTube von dir gesehen. Ja. Aber du gehst ja mehr so in Christentum, ne? Ja. Ja, ich sehe die Religionen, die haben alle ein identisches Muster. Ehrlich? Die sehen sich alle sehr identisch und sind, ja. Ja, wie die kann haben alle ein identisches Muster. Wie kann das denn sein, dass dein Gott erlaubt, Prostitution zu praktizieren, aber mein Gott das verurteilt? Warte mal, warum mein Gott und dein Gott? Ja, bist du Muslim oder nicht? Es gibt nur einen Gott. Nein. Also schämst du dich gerade zu sagen, dass du Muslim bist, ne? Ja. Ich bin kein Muslim. Nochmal. Okay, wer ist der Mohammed? Ich bin spirituell und... Okay, wer ist Mohammed für dich, wenn du kein Moslem bist? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Du weißt nicht, wer Mohammed ist, ne? Wer soll Mohammed sein? Da steht irgendwas von Mohammed im Koran, aber ich befasse mich damit nicht. Ich befasse mich mit anderen Sachen. Das ist irgend so Mohammed. Das, keine Ahnung, ich befasse mich damit nicht. Wie dreist die hier reinkommen, ne? Weil die sich in die Ecke gedrängt fühlen, sagen die noch nicht mal mehr, dass die Muslime sind. So traurig ist das. So traurig ist das, dass die noch nicht mal mehr zu ihrem eigenen Glauben stehen, ne? Peinlich, peinlich, peinlich. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Wohin fährst du? Zu dir. Ja, dann komm. Wo bist du? Wo du bist. Ja, wo bist du? Wo bist du denn? Ich bin da, wo du bist. Du bist DPD-Fahrer, ne? Ich bin GPG-Fahrer. GPG. Ich bin Camel-Urine-Fahrer, bin ich. Und verteile Camel-Urine in ganz Deutschland. Oder bist du Hermes-Fahrer? Hermes. Armes-Fahrer, Armes. Was möchtest du machen? Ich habe eine Frage. Eine aber nur, ne? Nicht zwei. Ja, okay. Okay. Warum sagst du, Allah ist ein Satan? Beleidige doch nicht Allah. Wie darf ich dir beweisen, dass Allah Satan ist? Hast du doch gesagt, du schreibst das doch. Warum? Ja, darf ich dir jetzt beweisen? Du kannst doch deine Meinung sagen über alles. Darf ich dir beweisen, dass Allah Satan ist? Ja, aber guck mal, warte mal, ganz kurz, eine Frage. Warte doch mal bitte. Ja? Du musst mir das nicht beweisen. Ja, aber du fragst mich doch gerade. Ja, aber warum du beleidigend wirst, verstehst du? Man kann doch auch nicht sagen, Christen sind Satan oder das. Das macht man nicht. Ich habe nicht gesagt, Muslime sind Satan. Ich habe gesagt, der Gott des Islams sagt von sich selbst aus, dass er der Teufel ist. Ja, keine Ahnung. Auf einmal voll verzweifelt. Oh, keine Ahnung. Ja, aber ist doch so, Mann. Das Problem ist, ja, wir sagen ja auch nicht, Christen sind, weiß ich was, oder keine Ahnung. Ja, aber mein Lieber, hast du zu viel Kamelurin heute zu dir genommen? Wir haben doch gerade gesagt, dass es nicht um Menschen geht. Ich habe dir gerade gesagt, ich kann dir beweisen, dass Allah Satan ist. Ja. Ja. Und du sagst schon wieder, ich sag nicht, dass Christen so und so ist. Habe ich nie erwähnt. Hier geht es nicht um Menschen. Hier geht es darum, dass der Gott des Islams sagt von sich selbst aus, dass er der Teufel ist. Und dann habe ich dir gesagt, ich kann es dir beweisen. Musst du wissen, ja. Auf einmal muss ich das wissen. Ist doch so, musst du wissen. Okay, alles klar, danke dir vielmals. Hau rein. Ciao. Ist das heftig? Ist das heftig, Leute? Das ist so krass, das ist so heftig. Da muss ich schon wieder direkt singen. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed, he washed my sins away. Ja, wer ist denn da jetzt? Hier, komm. Ihr seht ihn. Hallo? Hallo? Ja. Was? Hallo? Hörst du mich? Hallo? Ja. Hallo, hallo? Delal, du heißt Delal. Hallo. Ja, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, ich wollte sagen, unsere Religionen sind identisch. Deine und meine? Ja, das hat schon was gemeinsam. Ein Frauenname. Warum hast du denn einen Frauennamen? Warum hast du einen Frauennamen? Kennst du dich aus oder was? Ja, Delal ist ein Frauenname oder nicht? Ja, ist ja nicht mein echter Name, Mensch. Ach so, ist das der Account von deiner Freundin oder von einer Frau oder warum ist das? Nee, mein Deckname. Warte mal, da schreibt ein Abu Opa, danke, dass du da warst. Was meinst du? Kennst du mich oder was? Ja, weil die dann jetzt ausgehen, dass ich jetzt sage, danke, dass du da warst. Ach so. Und dann sage ich so, Salamu alaikum. Naja, ich wollte sagen, unsere Religionen sind schon identisch. Deine und meine. Ja, erzähl mal, was ist denn daran identisch? Naja, wo soll ich anfangen? Willst du überhaupt wissen, was ich bin? Du bist Jeside. Mein Gott, Alter, du bist ja richtig krass drauf. Nee. Richtig? Ja, ist ja wirklich so. Weißt du, ich wollte den eigentlich parat... Hast du gesehen? Nee, mein Lieber, ey, ich will nichts machen. Ich wollte den anderen parodieren, den einen Vogel da vorhin. Der nicht wusste, wer Mohammed ist. Das ist unfassbar, ja, das war, oder? Schlimm, sehr, sehr schlimm. Oh mein Gott, also das hat man sofort gemerkt, dass er ein bisschen gespielt hat. Ey, Ex-Muslim, ich feiere dich sehr. Ich feiere deinen Stream. Ich bin selten live, aber mach weiter so. Du bist der Beste. Meine Freundin feiert dich. Ich freue dich und mach weiter so. Ich hoffe natürlich, dass ihr eines Tages zum Herrn Jesus Christus findet, ihr Lieben. Mein Bruder, ich fange an, die Bibel zu lesen als Jeside. Ja? Ja, wundervoll. Das ist ja traumhaft. Naja, ich habe jetzt 5 Tage frei, das nutze ich auf jeden Fall sinnvoll. Ich lese die Bibel, ich hoffe, Inshallah, also Inshallah oder so Gottes Willen. Inshallah, sagt er, Insha ja. Jesus, sag einfach Insha Jesus. Wie meinst du das? Was meinst du? Insha Jesus, also so Jesus will. Insha Jesus. Insha Jesus. So Jesus ja, genau. Will. Immer Handel Jesus, Insha Jesus. Und alles immer Jesus verwendet. Ich küsse dein Herz, Ex-Muslim. Du bist der Beste. Dein Herz, mein Lieber. Also, Gott segne dich. Mach dir einen schönen Abend, ja? Ja, du dir auch. Gott segne dich und deine Familie. Danke dir auch. Schmeiß mich mal raus, okay. Schmeiß mich mal raus. Okay, ciao, ciao, ciao. Ja. Ja. Siehst du, Jesiden sind immer, kommen immer cool rein, ne? Wisst ihr? Die meisten Muslime sind immer voll aggressiv. Die kommen immer so voll aggressiv und voll so, ne? Next Level Mindset. Ich glaube, das ist ein Muslim. Ha! Dieses Son Goku-Ding ist das heftigste überhaupt. Servus. Hallo, mein Lieber. Du bist Muslim, ne? Next Level Mindset. Was versuchst du denn schon wieder zu beweisen? Ne? Dass der Islam eine satanische Sekte ist und du auf dem Weg zum ewigen Verdammnis bist ohne Jesus Christus. Was willst du beweisen? Hä? Was willst du beweisen? Dass der Islam eine satanische Sekte ist und dass du auf dem Weg zum ewigen Verdammnis bist ohne Jesus Christus. Wie kommst du denn darauf? Weil Jesus Christus selber sagte, diejenigen, die einen anderen Weg wählen, als nur den Weg durch mich, die werden für alle Ewigkeiten verloren gehen. Du glaubst an das, ja, okay. Und weiter? Ja, dein Mohammed hat ja auch daran geglaubt. An was hat er geglaubt? Er hat geglaubt, dass die Evangelien akkurat sind. Die Tora, dass sie akkurat ist. Dass sie nicht verfälscht ist. Der Koran sagt doch was ganz anderes. Was ist denn da? Der Koran, der sagt überhaupt nichts anderes. Natürlich. Nein, ganz und gar nicht. Der Koran erzählt über Menschen, die das Wort Gottes verändert haben, oder? Nein, überhaupt nicht. 100%. Der Koran erwähnt niemals eine Bibelverfälschung, niemals. Gottes Wort wurde verändert. Sonst würde sich da das widersprechen. In Sure 6, 115 steht, niemand vermag sich die Worte Allahs zu verfälschen oder zu verändern. Ist die Tora und das Evangelium nicht von Allah? Die Gesetze. Jetzt sagt man immer Gesetze. Also, wenn man auch die Gesetze verändert, ist das nicht auch eine Veränderung von Gottes Wort? Nein. Gottes Wort ist Gottes Wort. Wenn der Mensch die Gesetze von Gottes Wort verändert, ist das dann eine Verfälschung? Lass doch mal jemand anderen ausreden. Ich möchte das auch wollen selbst. Aber wie wäre es damit, wenn du mich auch ausreden lässt? Ja, sprich mal. Wenn die Menschen Gottes Befehle missachten, ja, und was anderes tun als das, was Gott vorschreibt, ja, ist das nicht Änderung Gottes Wortes? Nein, das ist ein Ungehorsam. Aber wenn du hingehst und die Gesetze nochmal neu umschreibst, so wie du das sagst, dass sie mit ihren eigenen Händen etwas aufschreiben, so mit Gottes Wort verfälschen, ja, das wäre natürlich... Dementsprechend, dass man Gottes Worte dann verfälschen kann. Und damit wäre dann Allah ja nicht Gott, weil seine Allmacht in Frage käme. Doch, doch. Ich glaube nicht doch, allen doch. Ernstes, dass irgendwelche publiken Menschen die Möglichkeit hätten, Gottes Wort zu verfälschen. Nein, nein. Das war ja auch eine Prüfung für die Menschen. Ah, jetzt kommt wieder Prüfung. Ja, ich weiß. Das war ja auch eine Prüfung für die Menschen damals. Und dann kam der Koran, um das alles... 600 Jahre später, bedenke das. Ja, natürlich. Wo ist denn das Problem? Wo sind die Menschen denn hingegangen nach ihrem Tod, die alle, die alle an das Christentum geglaubt haben und mit dem Glauben an Jesus Christus, der gekreuzigt wurde, in den Tod gegangen? Wo sind sie alle hin? Wie meinst du das? Jetzt ja, sag mal. Wo sind sie nach ihrem Tod hingegangen? Allah hat ja das gesamte Christentum entstehen lassen. Allah hat den größten Betrug aller Zeiten in Surah 457 stattfinden lassen. Nein, hat jemand Ähnliches wie Jesus Christus ans Kreuz geschlagen und ist so aussehen lassen, als wäre Jesus da am Hängen. Alle Menschen an der Kreuzung haben gedacht, Jesus hängt da und haben an seine Kreuzigung geglaubt. Aber es gab doch die Lehren von Jesu vor der Kreuzigung, oder nicht? Ja, und die haben wir ja auch bis heute. Ja, und daran müssten sich die Menschen halten, nicht ab der Kreuzigung hinaus. Halten Sie sich doch. Halten Sie sich doch. Wir haben doch das Evangelium. Das ist akkurat. Kreuzigung und Kreuz kommt nicht von der Lehre von Jesu. Ach nein, kommt nicht von der Lehre Jesu. Nein. Als er sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe. Auf jeden Fall hat Jesus während seiner Lebzeit ja schon den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam angekündigt. Er hat ihn in Matthäus 7 prophezeit. Kannst du das mal vorlesen? Auf jeden Fall hat er den Propheten Mohammed angekündigt. Ja, du hast recht. Er hat ihn in Matthäus 7 vorhergesagt. Kannst du das mal vorlesen? Ich war sehr am Staunen. Du bist doch der Christ hier. Ja, du hast doch auch Bibel zur Hand, oder nicht, der Christ? Nein, ich brauche keine Bibel, ich habe den Koran zu Hause. Ja, aber du kannst ja Internet aufschlagen, ist ja kein Problem. Im Zeitalter des Internets schaffst du das schon. Ich glaube an dich. Aber du bist doch ein Profi, weißt du, ich meine, sag mir doch einfach. Lass mich doch nicht suchen, sag mir doch. Du hast es doch auch. Ich sage dir doch, Matthäus 7. Ja, sag doch. Sag mal, was steht denn da? Was steht denn da? Mit deinem eigenen Mund liest, so für uns alle. Nein, wegen sowas bin ich jetzt nicht reingegangen, um jetzt irgendwelche Recherche zu führen. Du willst doch wissen, dass du hast doch gerade gesagt, Mohammed ist in der Bibel. Und ich habe gesagt, ja, du hast vollkommen recht. In Matthäus 7 finden wir ihn. Ja, und sag mal, was sagt denn Matthäus? Ja, also der Herr Jesus Christus sagt in Matthäus 7, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig sind sie aber reißende Wölfe. An ihren Früchten erkennt ihr sie. Und Mohammed ist so ein falscher Prophet, der an seinen Früchten erkannt wird. Ja, okay, er hat angeordnet, dass erwachsene Männer von erwachsenen Frauen gestillt werden. Kennst du das, Lidar al-Kabir? Okay, das steht aber in deiner verfälschten Bibel, die 400 Jahre nach Jesus geschrieben wurde. Aber wir haben Abschriften aus dem 1., 2., 3. Jahrhundert, die mit unserer Bibel übereinstimmen. Was sagst du denn dazu? Aus dem 2., 3. Jahrhundert? Ja, du sagst das. Vor Mohammed. Du sagst, dass das Original ist. Wann soll denn eine Bibelfälschung stattgefunden haben? Im Laufe der Zeit. Im Laufe der Zeit. Wir haben doch Abschriften aus dem 1., 2., 3. Jahrhundert vor Mohammeds Zeit. Die Leute haben zu viel Kamelorin getrunken, das ist unglaublich. Sie machen sich keine Gedanken. Nein, nein, das sind deine Überzeugungen. Du willst jetzt dass jeder überzeugt ist über das, was du glaubst. Weißt du, das kann doch jeder in 5 Minuten googeln herausfinden, Mann. Das funktioniert aber nicht, weißt du, was ich meine? Das ist doch unglaublich. Guck mal, seht ihr, die Leute haben sich entschieden, ignorant zu bleiben, Leute. Okay, aber wie kann der Koran genau wissen, ja, wenn die Frau befruchtet wird, der ganze Prozess. Danke. Im Koran steht das. Der genaue Prozess, was man erst. Sollen wir darüber lachen, die Befruchtung? Warte mal, was man erst im 21. Jahrhundert herausgefunden hat, was passiert nach dem 3. Tag, Embryo und so weiter und so fort. Der ganze Prozess steht im Koran zum Beispiel. Arm nehmen, oder was? Bitte? Willst du mich gerade auf den Arm nehmen, oder meinst du das ernst? Nein, niemand wusste das, bevor im 21. Jahrhundert das die Wissenschaftler herausgefunden haben. Ja, das wusste der Koran schon vor 1400 Jahren. Von wem kam dieses Wissen? Du willst mir also sagen, dass in Surah Al-Mu'minun, Surah 23, Vers 11 bis 14 steht, dass die Embryologie... Ist das gerade dein Ernst? Embryologie kommt aus dem Koran. Die ganzen Wissenschaftler bestätigen doch nur das im 21. Jahrhundert, was sie herausgefunden haben. Was bestätigen sie denn genau? Was bestätigen nur das, was im Koran steht. dass aus einem Blutgerinnsel dann sich Knochen bilden und so Blödsinn, so ganze Haufen, was der Mohammed von Galen geklaut hat. Das ganze Prozess, ja, jetzt kommt er mit irgendwelchen Galen, Malen, jetzt, ja. Jetzt kommt er mit griechischen Malen. Das Problem, du legst dir das zurecht, so wie es dir passt. Das nein, doch, ich lege das überhaupt nicht zurecht. Lass mir mal, ich lese dir mal vor. Und diese Sure beweist auch, dass Mohammed ein falscher Prophet ist. Guck mal. Das beweist für dich, für mich beweist das gar nichts. Verstehst du? Das ist das Problem. Auf, ich zeige dir, mein Lieber. Du weißt nicht, kein Problem, aber das beweist gar nichts. Ja, weil du Angst hast, deswegen. Du hast Angst, dass... Ich höre mir das alles zu. Ich höre mir das doch zu. An. Ja, perfekt. Sehr gut. Ich bin glücklich, dass du dir das wenigstens anhörst, damit ich habe überhaupt keine Angst, nicht mal einen Millimeter. Okay, Millimeter. Nicht mal einen Millimeter habe ich Angst, Bruder. Von was denn? Ich bin den Kontext dieser Geschichte finden wir in Sure 6, Vers 93, Asbab al-Nusul. Der Grund für die Herabsendung eines Verses. Mhm. Wer ist der Schuldige als derjenige, der eine Lüge gegen Allah vergisst oder sagt? Ich bin inspiriert, Sure 6, 93. Dies wurde über den Lügner Musailima al-Hanafi enthüllt. Dieser Mann war ein Wahrsager, der gereimte Reden verfasste, mit behauptete, Prophet zu sein. Er behauptete, er sei von Allah inspiriert worden. Und wer sagt, ich werde etwas offenbaren, was offenbart hat? Sure 6, Vers 93. Dieser Vers wurde über Abdel ibn Saad ibn Abi Sarh offenbart. Dieser Mann hatte seinen Glauben an den Islam erklärt, er hat ihn angenommen, und so rief ihn der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, eines Tages, um etwas für ihn zu schreiben. Also das war der Schreiber von Mohammed, dieser Ibn Abi Sarh. Als die Verse über die Gläubigen offenbart wurden, wahrlich, wir haben den Menschen aus einem Produkt nasser Erde erschaffen, Sure 23, Vers 12 bis 11, was ich dir gerade gesagt habe, Sure Al-Mu'minun. Diktierte ihm der Prophet sie, als er nach ihm griff und es dann als eine weitere Schöpfung hervorbrachte, drückte Abdullah sein Erstaunen über die Präzision der menschlichen Schöpfung aus, indem er sagte, gesegnet sei Allah, der beste Schöpfer. Das war von Ibn Abi Sarh, diese Worte. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, sagte, dies, Abdullah, letzte Äußerung, ist, wie es mir offenbart wurde. Also er sagt zu diesem Abdullah, genauso wurde es mir offenbart. Aus welchem Buch liest du da? Das ist der Tafsir zu Sure 6, Vers 93 und die Geschichte zu Sure 23, Vers 11 bis 14, Embryologie. Tafsir von wem, Tafsir? Das ist Asbab al-Nusul, der Grund für die Herabsendung eines Verses von Al-Wahidi. Von welcher Gruppe ist das? Sunniten, Schiiten, dies, das, es gibt ja so viele. Das sind Sunniten, Mann. Sunniten. Ja. Und gibt es auch andere Tafsire, die was anderes sagen? Asbab al-Nusul ist die Herabsendung und die Erklärung für den Vers, warum er herabgesandt wurde. Ja, das ist Al-Wahidi, der uns das erklärt. Aber du hast jetzt ein Tafsir gefunden, was zu deinen Gelüsten passt, um den Islam anzugreifen, weißt du? Das ist doch unglaublich. Da muss man schon ein bisschen ehrlich sein, weißt du, ich meine. Auf was soll ich mich denn sonst berufen? Auf eure authentischsten Schriften? Das kann doch nicht wahr sein, Mann! Es gibt auch andere Tafsire, weißt du? Du nimmst dir ganz genau das, Gott weiß, was für ein Tafsir das ist, weißt du? Asbab al-Nusul ist von Al-Wahidi und er erklärt uns, warum der Vers herabgesandt wurde. Das bedeutet der Grund für die Herabsendung eines Verses. Geh doch mal zu deinem Imam und frag ihn mal nach Asbab al-Nusul. Die werden dich aufklären. Gut, aber du hast damit aber trotzdem nichts bewiesen. Das ist das Problem. Ich wollte ja weiterlesen, aber du fällst mir ins Wort. Ja, aber guck mal, nur eine Frage. Nur eine Frage. Du willst das Thema wechseln. Hast du jemals einen Muslim gehört, dass er Jesus beleidigt? Jeden Tag hören wir das in den ganzen TikTok-Streams. Guck mal, jeder Muslim, sogenannter Muslim, jeder. Dankeschön von ganzem Herzen, dass du dabei warst. Unglaublich. Ich bin einfach nur entsetzt. Er hat gemerkt, oh mein Gott, dieser Ibn Abi Sarh sagt auf einmal Worte, die im Koran gelandet sind. Und dann sagt er, aber Mohammed, ich habe das genauso empfangen, das sind doch meine Worte. Wie, wenn du ein Prophet bist, dann bin ich ja auch ein Prophet. Und ist ungläubig geworden, hat den Islam verlassen. Unfassbar. Wir haben es zu tun mit so einer Ignoranz, das ist unglaublich. Ex-Muslim, du bist der Beste. Alle, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Fick deine Mutter, du Hurensohn. Mach dich aus meiner Leitung, du Birne. Guck mal, der rezitiert gerade den Islam. Heftig. Übelst. Habt ihr gesehen, wie er den Islam rezitiert? Warte, den müssen wir direkt blockieren. Einen Moment. Den müssen wir direkt blockieren. Seht ihr, wie Muslime sind? Teufel. Teuflischen Geist. Abu Jeffrey wird direkt blockiert. Abu Jeffrey blockieren. Gott segne ihn und seine Familie, aber er muss raus. Ja. So. Danke, Cosmos. So. Ja, von einem Klumpen zu Knochen. Nicht mal eine Befruchtung des Eis. So unbewusst ist dieser Gott des Islams. Ja, hi. Gott segne dich und deine Familie. Danke, dich auch. Also ich wollte nur sagen, dass ich deine Streams mega feier. Und ich finde es toll, dass du Leute auf den richtigen Weg bringen möchtest. Amen. Wundervoll. Amen. Gottes Segen. Gut. Ja, dir auch, mein Lieber. Gott segne dich. Dankeschön. Tschö. Ciao. Das gibt mir schon wieder den übelsten Rest hier. Guck mal, 1000 Leute sind gerade hier drin. Übelst. Heftig. Jeder, der schreibt, nimm mich an oder nimm mich hoch, wird als letztes hochgenommen. Habe ich euch schon mal gesagt. Ihr wollt nicht verstehen? Dann müsst ihr... Danke. Hallo? Ja, hi, Gott segne dich und deine Familie. Hi, Gott segne dich und deine Familie auch. Und der Letzte, der jetzt hier hochgekommen ist, ich wünsche ihm echt ein schönes, gesegnetes Leben, aber das war wirklich das allerletzte, wirklich, muss man echt so sagen. Da sagt er, ist das sunnitisch, ist das schiitisch? Der weiß doch nicht mal, dass Al-Wahidi für die Sunniten eine große Nummer ist, der Typ. Der für sie Asbab al-Nusul herausgehauen hat, ne? Der Grund um die Herabsendung eines Verses ist absolut krank. Also ich habe letztens auch ein paar Videos gesehen, wo ganz klar und deutlich rausgekommen ist, dass diese ganze, wie ein Embryo entsteht und so, dass das komplett falsch ist. Das ist vom Koran geklaut. Diese ganzen falschen Annahmen sind ja im Koran gelandet. Der Allah ist also das unwissendste Wesen, was es überhaupt auf dieser Welt gibt. Deswegen gibt ja auch der Ali Dawa ja zu, es gibt keine wissenschaftlichen Beweise. Alle wissenschaftlichen Wunder im Koran wurden widerlegt. Er ist ehrlich, der Muslim, er sagt, ja, das wurde widerlegt. Ja, das ist... Aber guck mal, mal eine ganz andere Sache. Der Koran ist für mich eine Religion für Soldaten. Findest du das nicht auch? Guck mal, die dürfen keinen Alkohol trinken oder beziehungsweise dürfen nicht ihre Sinne, damit die immer sozusagen stramm stehen, wenn die kämpfen müssen oder sonst irgendetwas, ja. Dann noch was anderes. Dann werden Männer gelockt, sozusagen, ja, mit diesen 72 Jungfrauen oder wie viel Jungfrauen da auf die warten, damit die, das ist im Endeffekt alles so gemacht, so, dass die Männer irgendwie, dass er so damals die Männer rekrutieren konnte. Weißt du, was ich meine? Und ja. Hörst du mich? Ich höre dich noch, ja. Möchtest du noch etwas sagen? Ja, ich will nur sagen, Gottes Segen mit euch allen und viel Kraft weiterhin für deine Arbeit, die du machst und genau. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Okay. Ciao. Olli möchte hoch. Hey Amir, Gottes Segen. Segen Olli, Gott segne dich und deine Familie. Heute ist ja wieder richtig was los, ey. Sehr anstrengend. Heute ist wieder richtig was los. Ich habe eine kleine Aufmunterung für dich, warte. Ja, in Jannah, Jannah, Jannah. In Jannah können wir fliegen. Okay, warte. Hier. So. Aber ich weiß nicht, ob du das liest. Was ist das? Danke, dass du da warst, mein Lieber. Was war das? Danke, dass du da warst, mein Lieber. Gute Nacht, Geschichte mit Dr. Sheikh Abu Amir. Das ist ein neuer Spruch. Danke, dass du da warst, mein Lieber. Ah, der ist gut, ja, seht ihr? Und hier wie Muslime ihren Koran lesen. Ja, genau so lesen sie den. Einfach mit Augen zu. Heftig, danke, Bruder. Danke, ja, das soll man immer wieder sagen dazu, ne? Man redet gegen eine Wand, ey. Gott segne dich für deine Geduld und ja, unfassbar. Danke dir. Ja, und dann auf weiter in den Kampf, mein Lieber. Ja, alles klar. Mach's gut, Olli. Danke dir. Bis dann, ciao. Ciao. Einfach 1000 Leute hier drin, ey. Unglaublich. Hallo? Hallo, meine Liebe. Gott segne dich und deine Familie. Ja, dich auch und alle Zuhörer hier auch. Ich bin total irgendwie... ich finde es toll, erstmal bei dir sein zu dürfen. Und ich folge dir ungefähr seit einem Jahr und will dir halt einfach nur sagen, ich wurde durch deinen Namen Ex-Muslim erstmal gut interessiert, was dich anging. Hab dir dann halt auch öfter mal zugehört und ich muss sagen, ich bin eine Christin, gebürtige Christin und ich war auch streng erzogen im Glauben, habe dann aber irgendwann mal festgestellt, dass das, was meine Eltern mir im Glauben so beigebracht haben, auch nur so traditionell war, weißt du? Mhm. Und letztendlich... Das war ein lebendiger Glaube, ne? Ja, genau. Und ich wurde auch konfirmiert und letztendlich habe ich dann halt auch festgestellt, wir sind nicht die Einzigen, die errettet werden. Und durch dich habe ich dann wirklich wieder zum Glauben gefunden und ey, ich muss dir sagen, du bist so der Hammer. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen und nicht nur die Bibel. Ich habe sogar den Koran angefangen zu lesen. Ich habe mir wirklich immer alles aufgeschrieben, was du gesagt hast. Und das ist, ich kann jedem nur empfehlen. Der Amir ist wirklich wie ein USB-Stick. Der hat die Wahrheit erkannt. Und... Nein, das ist wirklich so. Es ist unfassbar. Und ich verstehe das manchmal nicht, warum du seit so vielen Jahren immer wieder den Moslems, den Muslimen, das versuchst beizubringen. Die müssen nur lesen, 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 prüfen, querlesen und sonst was. Und die machen das einfach nicht. Und das ist so traurig, weil... Ich habe ja auch Probleme gehabt, nachdem ich nicht mehr in den Gottesdienst gegangen ist. Mein Vater war Priester. Ne? Kannst du dir vorstellen, in der ganzen Familie war ich verpönt. Du hast mich wieder zum Glauben gebracht. Halleluja, ich freue mich richtig für dich, ehrlich. Ja. Gott segne dich, Liebe, Gott segne dich. Und ich möchte wirklich allen Moslems nur sagen, auch wenn der Amir streng ist, das ist wie so ein Vater, der euch einfach nur ermahnen will. Das ist nicht böse gemeint und ihr habt doch alle Möglichkeiten in der heutigen Zeit. Prüft doch oder lest doch oder mich macht es immer so traurig, wenn Leute kommen und hör mal und guck mal und dann fangen sie mit Diskutieren an und haben sich überhaupt nicht vorbereitet. Ne? Ja, natürlich, jeder möchte ein bisschen mitreden, ne? Das ist ja klar. Ob jetzt intelligenter Muslim oder ignoranter Muslim, alle möchten etwas dazu sagen, ne? Also ist ja klar. Aber man muss doch zumindest vorbereitet sein. Zum Teil kommen ja Leute bei dir rein, die einfach nur dummes Zeug reden. Bei uns Christen ist das ja auch, manchmal gegen Christen, auch bei Muslimen hoch, die auch wenig Ahnung haben. Es ist von beiden Seiten gibt's das. Naja, also ich will auf jeden Fall den Moslems nur sagen, der Amir ist nicht böse, der will euch nur ein bisschen wachschütteln und ihr habt alle Möglichkeiten heutzutage, alles zu überprüfen und er lügt nicht. Guckt und überprüft und dann könnt ihr selbst entscheiden, was die Wahrheit ist. Amen. Okay, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst. Gott segne dich. Ciao. So, ich muss mal ein paar Sachen erledigen. Ich komme jetzt gleich wieder hier. So, wen haben wir denn hier alles? Schauen wir mal. Mert. Merti. Hallo Ex, wie geht's dir? Ja, Hamdulillah ist es, mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, Hamdulillah, mir geht's gut. Du bist ja eigentlich okay und so, aber guck mal, ich mag dich eigentlich, aber ich bin enttäuscht, ja, Digga. Okay, warum bist du enttäuscht? Ja, ich habe gerade ein Video gesehen, wie du einem Chinesen einen geblasen hast, Digga. Was soll das? Hast du das von deinem Propheten kennengelernt, sowas? Warum bläst du einen Chinesen? So dreckig, ey. Wie ekelhaft diese Leute sind. Das ist so krass. Ja, das haben die natürlich von ihrer Religion beigebracht bekommen. Weil normale Menschen sagen ja sowas nicht. Ja, mein Bruder, wie geht's dir? Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Alhamdulillah, Jesus, Bruder. Ich wollte dich was fragen. Ja, vielleicht kannst du es mir ein bisschen besser erläutern. Ja. Damals im Iran, ne, da haben ja die Linken die Mullahs da unterstützt, dass die zur Regierung kommen, richtig? Richtig, genau. Was ist mit denen genau passiert? Also ich habe das bisschen verschieden gehört. Die meisten haben gesagt, gut, die wurden gehängt und sowas, die haben die dann irgendwie... Vielleicht kannst du mir das richtig erklären, dass ich das weiß. Das ist genau wie hier heutzutage, ne? Wenn du über den Islam aufklärst und über die Gefährlichkeit, dann hast du natürlich Leute, die wie die linksorientierten Menschen, die dann etwas immer dagegen zu meckern haben sozusagen, ne? Anstatt sich selber mal hinzusetzen und die Geschichte nachzuschlagen, was der Islam seit 1400 Jahren so angestellt hat, ne? Und genau der gleiche Fall war ja auch im Iran. Durch die Linken konnten die Mullahs und beziehungsweise die Muslime immer weiter an Kraft und Zuwachs gewinnen und ihnen wurde quasi der Teppich ausgerollt. So wie wir es heute hier sehen mit den Grünen und der Linken, ne? So ist das. Das heißt also sozusagen, die haben die ausgenutzt und dann wurden die in der Macht waren, ja. Haben die kurz Platz gemacht. Genau, so sieht's aus. Das war so, wie die Geschichte auch sagt. Sie haben sich in die Opferrolle gestellt, weil die meisten natürlich die Bestandteile des Islams wussten und wie gefährlich der Islam ist. Und dann wurden sie halt immer belächelt sozusagen, ne? Und dann, aber als die Linken und alles Mögliche weiterhin den Teppich für diese Leute ausgerollt haben, war dann der Tag soweit, als dann Imam Khomeini dann die Staatsführung dann übernahm und an diesem Tag dann auch die ganzen Linken in unserem Land dann erhängt worden. Wahnsinn, ne? Ich finde das richtig Wahnsinn. Das ist nichts anderes, ne? Als ein Krokodil zu füttern. Jetzt ist es noch klein, das Krokodil. Das kann dir nicht so viel anhaben. Aber sobald es auf einmal 3 Meter wird, das Krokodil, denkst du, das Krokodil frisst dich nicht nur, weil du es gefüttert hast? Natürlich, auf jeden Fall. So sieht's aus. Aber das Gleiche wiederholt sich doch jetzt auch in Deutschland wieder, oder nicht? Auch in Deutschland, Europa. Sie haben diese Fantasie in sich von... oder beziehungsweise Indoktrination der Eroberung Deutschlands und Europas und so, ne? Das ist das, weil der Koran das vorschreibt, ne? Was sagst du eigentlich dazu, dass der Erdogan wieder die Hagia Sophia zur Moschee gemacht hat? Bitte also was? Nicht zum Museum, sondern das ist die Kirche Hagia oder was? Hagia Sophia, genau, ja, natürlich, klar. Die Kirchen werden dann umgebaut in Moscheen und ja. Das ist ja das Problem, ne? Sehr traurig. Was denkst du, wann die Mehrheit hier kommen wird in Deutschland? Die Muslime wissen ja eigentlich, dass der Satan hier das Sagen hat und sie bald auch allesamt gechippt werden, ne? Das Bargeld wird verschwinden und die Muslime sind nur hier aus einem Grund, damit sie Chaos stiften und die Elite dann die neue Weltordnung etablieren kann, weil sie wissen, dass der Islam eine gewalttätige Religion ist und deren Anhänger dann auch dementsprechend Vorkehrungen treffen müssen. Und das wissen die auch, die sind ja nicht dumm, aber die Muslime denken, dass dieses Land dumm ist. Nein, sie haben es mit sehr, sehr intelligenten Menschen zu tun, die einen Plan verfolgen und dieser Plan wird durchgesetzt und die Muslime sind diejenigen, die bereit sind, Gewalt anzuwenden und Chaos zu stiften und aus diesem Chaos heraus wird dann die neue Weltordnung geschaffen. Schaffe Ordnung aus dem Chaos. Denkst du, die haben mit Absicht die ganzen Leute hier rüberschicken? Du musst ja völlig behämmert sein, wer das nicht erkennt. Ja, klar, also mir ist das schon bewusst. Wer würde denn eine Religion zulassen, deren Anhänger in ihren Schriften so die ganze Zeit so Eroberungsverse drin haben und man seit 1400 Jahren nichts anderes sieht als Expansionskriege und da, wo der Islam so dominierend ist, wie sie dann mit den Andersgläubigen umgehen. Man muss ja völlig behämmert sein, solche Leute dann hier reinzulassen in Massen. Es sei denn, du hast einen Plan. Verstehst du? Ja, klar, das ist logisch. Aber es gibt auch viele, wie gesagt, Länder wie Ungarn und so weiter. Polen hat zum Beispiel gesagt, die wollen nur christliche Flüchtlinge reinlassen. Ungarn hat komplett dicht gemacht. Ne? Aber was mich geschockt hat, das heilige Mutterland der Muslime, Saudi-Arabien, hat keinen reingelassen. Das ist islamische Brüderschaft. Das ist Frieden. Weil sie keine Flüchtlinge wollen. Auch genauso wie mit den Palästinensern. Die nehmen, keiner von denen nimmt Palästinenser auf, weil die sagen, wir wollen keine Terroristen in unserem Land lassen. Hast du ja gesehen, wenn die Palästinenser in Palästin ihre Kinder in die Kamera zeigen, die haben ja alle so ein Band um und dann fragt der Mann sie, willst du, dass dein Kind als Selbstmordattentäter sich in die Luft springt? Das ist das Schönste auf der Welt für mich, dass sie als Schahid dann durchgeht und Menschen in den Tod mitreißt. Ein Genuss für mich. Schau dir das. Kennst du das Telefonat von diesen einen Hamas-Typen, wo seine Mutter oder sein Vater angerufen hat, wo er geweint hat, ich habe 10 Leute umgebracht und die gesagt haben, Alhamdulillah, Alhamdulillah und so. Bruder, das ist doch krank, man, sei mal ehrlich. Ich stell dir vor, das macht hier irgendeiner, der wird sagen, ey, du bist krank. Alter. Ja, das ist sowas akzeptieren, Bruder. Das ist der Islam, der diese Köpfe vom Allerfeinsten wäscht. Ne? Das ist ist Hamas nicht sunnitisch? Ja, natürlich, durch und durch. Aber warum sind sie dann mit den Mullahs und mit den libanesischen Schiiten? Ja gut, die einzigen, die sie finanzieren, ist ja der Iran, mein Land. Ne? Ja, sie rüsten die auf, weil der historische Feind, sie haben ja einen gemeinsamen Feind. Die Hamas sind ja Sunnis und die Hezbollah und Iran und so sind ja Schia, aber sie haben den gemeinsamen Feind und deswegen legen sie ihre, ihre Bedürfnisse zurück und wollen den gemeinsamen Feind bekämpfen. Deswegen rüsten sie auch die Hamas auf. Ne? Den Hauptfeind meinst du und danach können die beiden sich wieder gegenseitig auseinandernehmen. Ja, nicht nur das, der Iran verfolgt ja auch seine eigenen Strategien. Sie wollen ja auch, dass die Hamas eventuell dann auch schiitisch wird, ne? Weil sie dann auf einmal dann dazu bringen und ihnen sagen, seht ihr, die sunnitische Welt steht nicht zu euch, wir Schia stehen zu euch. Ne? Das ist krass. Aber das ist doch verrückt, oder? Wo gibt es das bei uns? Also da jetzt, welche Konfession meine ich jetzt, im christlichen Glauben? Das ist, Wände machen die es nur wegen Geld, weißt du ja selber, ne? Aber ich meine, von Religion, die religionische Ansicht, weißt du, von der Religion aus, das passiert nicht. Ja. Das ist unfassbar. Amir, mein Freund. Ich hoffe für dich, dass du selber eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus getroffen hast. Natürlich, Bruder. Von klein auf bis zum Ende, weißt du, ich meine. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall, Mann. Ich wurde oft schon, weißt du, wie oft ich bekommen habe, die Einladung zum Paradies.de und sowas, wo die zu mir gekommen sind, mir das in die Hand gedrückt haben, versucht haben, Gehirnwäsche zu machen, mein Bruder. Gehirnwäsche. Einladung zu Jannah. Ja, Digga, ich gehe Fitnesscenter, auf einmal sehe ich die alle mit Vollbart, weißt du, diese Salafis, wo mir diese Einladung zum Paradies gegeben haben, diese Karte, sehe ich auf einmal Fitnesscenter mit Tanktop und langen Barten trainieren hat. Ja, hör mal auf, Bruder. Die trainieren für den Dschihad, Bruder. Für was denn sonst? Das ist, wie gesagt, die meisten, die an diese Lease-Aktion und sowas teilgenommen haben, sind alle zum IS ausgereist. Ne? Unglaublich. Ja, die haben ja damals gesagt, Ikra, das heißt ja liest. Ne? Der konnte doch selber nicht lesen. Ne? Deswegen hat der andere befohlen zu lesen, oder was? Ja, dieses unwissende Wesen namens Allah schickt seinen Engel Jibril los, um Mohammed 3-mal zu würgen, anstatt ihn beim ersten Mal loszulassen, weil er nicht lesen kann. Ach mein Bruder Amir, ey, wie gesagt, Alter. Das kannst du keinem erzählen. Wie behämmert, ey. Wie behämmert, ey. Ey, die nennen immer dein Auto, mit dem du fährst. Ich weiß nicht, LKW oder Auto, sagen die Hetzmobil. Bruder, ist das Missionarsmobil, das Scheichmobil, Bruder. Genau, danke, bitte. Ey, Abu Naji, wenn du drin bist mit Undercover-Dings, komm hoch. Ja, Abu Naji, falls du drin bist, komm hoch und rede mit mir. Wir wollen Part 2 hören, wir wollen Part 2 hören. Also, Bruder, ey, Gottes Segen, Bruder, wir hören uns so wieder, wie immer. Okay, alles klar. Ich wünsche dir was, Bruder, jetzt bis dahin, ne? Ich höre dir weiter zu, ja? Ja, genau. Immer wenn ich an Abu Naji denke, muss ich an folgendes Lied immer denken. Mach mal an, Bruder. Warte. Ey, aber war das Zufall, dass du den da gesehen hast, oder bist du da schon, du hast schon gewusst, der war da? Ich habe ihn schon gesehen, Aber es war kein Zufall, dass du da jetzt vorbeigelaufen bist und der da war. Nee, ich war dort, um den Geschwistern zu helfen. Okay. Um ein bisschen Bibel zu verteilen und alles Mögliche, ne? Ah, okay. Ja, immer wenn ich an Abu Naji sehe, diese Werbung ist so krank bei Dings. Nach kurzer Zeit wird... Bruder, was hast du für Handy? Hast du ein iPhone? Nee, ich habe Samsung. Du kannst vielleicht nicht drücken. Nein, wegen YouTube-Werbung, deswegen. Ja, deswegen. Ich hätte eine App gesagt, Bruder, hättest du ohne Werbung gucken können. Ach so, okay. Ich glaube, ich muss auch mal irgendwann mal so ein komisches Ding Blocker da reinhauen. Ne? Ja, Mann. Immer wenn ich an Abu Naji denke, muss ich immer auch an dieses Lied denken. Warte. Wo ist Abu Naji Amir? Dir mein Schienbein. Immer wenn ich an Abu Naji denke, muss ich an dieses Lied denken. Aber weißt du, wo der sich jetzt aufhält momentan? Ist er in Deutschland noch oder wird er gesucht? Was sagst du? Ich sag, weißt du, der sich auffällt, Bruder, oder ist er noch in Deutschland? Oder der war in Indonesien unterwegs, ne? Indonesien hat ihm irgendwie Obdach gegeben. Ne? Ja, natürlich, woher soll er sonst hingehen, Bruder? Okay, mein Lieber, Gott segne uns. Okay, mein Bruder, wir hören uns, ne? Gott segne uns, Bruder. Ja, bis dann. Mein Abu Naji, wo bist du jetzt? Oh, Abu Naji, ja. Abu Naji. Wie der einen riesen Mist gebaut hat, als er diese Debatte hochgeladen hat. Das war sein schlimmster Fehler. Sein schlimmster Fehler. Der hat das sofort gelöscht, aber die Leute haben das sofort noch runtergezogen und überall verteilt. Wahnsinn. Habt ihr dieses Statement am nächsten Tag gehört? Ja, da kommen sogenannte Ex-Muslime, die sind vom Verfassungsschutz beauftragt, um so viel zu lernen, wie es nur geht, über den Islam, um die Muslime dann aus dem Islam rauszuholen und so. Der denkt nicht so, es gibt Menschen, die sich mit dem Islam auseinandersetzen und Dinge herausgefunden haben und die das mit allen teilen. Nein, der denkt so, Staatsschutz hat die ganze Zeit beauftragt. Das ist unfassbar. Das kann doch nicht mehr wahr sein, ne? So, Glorious. Glorious One. Bist du ein Idiot? Was schreibst du? Oh. Gott segne dich, Amir. Gott segne dich auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Wie geht's dir? Ja, Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, ebenfalls. Und zwar, ich verfolge dich jetzt schon länger und ich muss sagen, ich habe mit Islam, also ich bin aus Österreich und da gibt es sehr viele Muslime und wie soll ich sagen, da sind sehr viele, die den Islam nicht verstehen, aber die trotzdem sagen, Alhamdulillah, ich bin Moslem. Ja. Und ich habe Pasun, was du mal auf dem Livestream gezeigt hast, ihnen das gezeigt. Und die meinten, nein, das ist alles Lüge und so. Und ich habe ein Imam das gezeigt, also dein Livestream habe ich das gezeigt, weil ich bin ja gut mit denen. Ich habe ja keinen Stress mit denen. Und der Imam sagt, dass das alles die Wahrheit ist. Das ist meine kleine Tochter. Und Gott segne sie. Danke dir. Und der Imam sagt, das stimmt, was du erzählst, nur du erzählst das extrem, angeblich. Wie? Das stimmt, aber ich... ja, extrem. Ja, wie gesagt, ist das die Wahrheit? Ja, ich erzähle extrem die Wahrheit, das ist das Problem. Ja. Das ist extrem wahrheitsgetreu. Danke, ja, dann sagt er zu mir, ja, ich wollte weiter nicht mit ihm diskutieren, also ja, bleib lieber bei deinem Gott und nicht bei meinem. So, ja, okay. Merkst du, also er wusste, dass ich die Wahrheit sage und dann sagt er, du hast deine Religion, ich habe meine Religion. Das ist immer so, wenn man denen so diskutiert. Die sagen immer dann, glaube an den Jesus, ich glaube an meinen Allah, sozusagen. Ja, ja, genau. So sieht's aus. Und deswegen bin ich noch mehr ermutigt, das Christentum weiter zu verbreiten, vor allem bei uns. Ich bin ja serbisch-orthodox. Wir haben mit dem Islam eigentlich gar nichts zu tun. Wir sind ein des Landes, so zu 90% sind wir christlich sozusagen. Und Ich habe, mein Opa hat mir auch damals erzählt, dass Islam sehr bösartig ist. Warum? Weil das Osmanische Reich... Islam ist liebevoll. Islam ist Frieden und Liebe. Das F im Islam steht für Frieden. Weil die Osmanen waren ja alle Moslems. Was haben die Osmanen gemacht? Die haben jeden dazu gebracht, gezwungen, den Islam zu annehmen, sozusagen. Ja. Wenn du keinen Islam annimmst, du wirst geköpft. Automatisch, fertig. Ja. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Danke, dass du dabei warst. Schönen Abend. Okay, ciao. Oh, danke. Sei gegrüßt, Amir. Wie geht es dir? Sei auch du gegrüßt. Gott segne dich und deine Familie. Ich danke dir, du auch. Hört man mich gut? Ja, warte, ich muss die Leute wieder animieren. 3, 2, 1, jetzt alle zusammen tippen. Auf die 500.000, Leute. Die 500.000. Tippen, tippen. Party People tippen. Alle auf die 500.000. Wir gehen auf die 1 zu. Party People, motherfucker. Wir müssen den ersten Rang machen. Platz 1. Erster Rang, nicht weniger. Nicht zweiter, nicht dritter, den ersten Rang, Mann. Leute, ja, tippen, genau. Tippen. Also Amir, ich halte dich für einen sehr intelligenten und gebildeten Menschen und ich habe eine Frage an dich. Und zwar, wie siehst du die Prognose in Europa? Was glaubst du, was in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren passieren wird, deiner Meinung nach? Düster. Düster. Ja, sehe ich genauso. Düster. Das Problem ist ja, wir sind auf dem Weg in die totale Versklavung des Menschen. Du siehst, dass das Bargeld jetzt bald abgeschaffen wird, der Mensch immer weiter gläsern wird. Ne? So wie der Klaus Schwab das schon sagt, ne, bis 2030, der Mensch wird nichts besitzen und dennoch glücklich sein. Ne? Und das ist das Motto. Das soll so sein. In der neuen Weltordnung sollst du komplett enteignet werden. Du wirst ein sogenanntes Credit-System wird eingeführt wie in China und du wirst nach deinem sogenannten Benehmen wirst du dann auch dementsprechend dann belohnt oder auch bestraft. Wahnsinn. Ne? Nach dem richtig. Vorbild, nach dem Vorbild Chinas. Wahnsinn. Ne? Richtig, aber die Frage ist doch, in dieser Stelle, was können wir, die hiesige Bevölkerung, dagegen unternehmen? Ich meine, guck mal, du siehst ja, wie gespalten wir sind. Das sieht man schon allein beim Fußball. FC Schalke gegen Borussia Dortmund oder weiß der Teufel, weißt du, wie ich meine? Ja. Allein da sind wir schon gespalten. Und in der Corona-Frage haben wir gesehen, wie die alle uns abgefuckt haben. Wirklich, ja, bei mir in der Gegend, da haben die Nachbarn andere Leute verpfiffen, nur weil die... Ja. 5 Leute zu Hause waren, dann denunzieren, also die, denunzieren. Absolut, die haben Omas zusammengeschlagen, 80-jährige Omas, die nur keinen Ausweis dabei hatten oder sonst irgendeinen Scheiß. Weißt du, wo ich mir denke? Siehst du, zu was der Mensch fähig ist? Hast du das gesehen absolut, im Supermarkt? Absolut. Wenn deine Maske hier war, wie die Leute sich aufgeregt haben und jetzt redet keiner mehr darüber. Du musst dir mal vorstellen, wie ja, ich kann dieses Wort nicht sagen, aber wie verstörend die breite Masse ist, ne? Dass die nicht weiter als ihr Tellerrand denken können, ne? Das ist so krank. Das war ja, überleg mal, Amir, das war vor 3 Jahren. Ich weiß, als ob es gestern gewesen wäre, und es war 28. Februar 2020, wo es angefangen hat, bei uns die Läden komplett zu eskalieren, weil die alles leer gekauft haben. Und dann sind die komplett ausgerastet. Ich habe das gesehen, wie die Toilettenpapier gekauft haben. Jetzt können die Toilettenpapier essen. Ich schwör's dir, nicht mal die scheiß Toilettenpapieren, Alter, sondern auch die Tiefkühlregale, wo ich mir gedacht habe, ey, wenn der Strom ausgeht, was bringen euch die scheiß Tiefkühlpizzen oder sonst irgendwas, weil das ja alles schmelzen wird. Das ist unfucking fassbar. Und seit da, mir ist aufgefallen, seit da ist alles noch viel schlimmer. Die Leute sind komplett am Arsch gegangen. Guck dir an, was in Tschechien abgegangen ist. Dieser geisteskranke Typ, der wahrscheinlich in seinem Leben keine Frau gehabt hat, ist mal kurz auf eine scheiß Schule gegangen und hat die Leute abgeknallt. Star-Postal, weißt du? Das kannst du dir nicht ausdenken. Das war vor 15 Jahren, das war gar nicht so. Ich komme ja aus Stuttgart, weißt du, gebürtig. Ich schwör's dir, Amir, das war zu der Zeit, als ich noch Jugendlicher war, wo sich alle weggesoffen haben. Du konntest durch die Straßen gehen und dir ist nichts passiert, den ganzen Nacht. Nichts ist passiert. Du gehst jetzt nach Stuttgart, Eskalation. In jeder scheiß Ecke ist irgendwo Polizei und da sind Grüppchen, du fühlst dich einfach unwohl. Du fühlst dich einfach unwohl. Das ist geisteskrank geworden. Das kannst du nicht vergleichen. Mein Lieber, nochmal auf das Thema zurückzukommen, was wir machen können. Wir können nichts mehr ändern. Du siehst auch, die AfD ist ja kontrolliert. Ja, die Elite lässt niemanden hier hoch, es sei denn, dass sie es will. Die Es ist eine Regierung hinter der Regierung, die wir niemals sehen. Verstehst du? Die agiert im Hintergrund. Sie sehen wir nicht. Das, was wir nur sehen, diese Politiker sind einfach nur dahingesetzte, ja, wie kann man sagen, Marionetten. Marionetten, nicht mehr und nicht weniger. Sie führen also nur das aus, was Leute im Hintergrund ihnen sagen. Ja, und das ist halt dann wieder diese Spaltungsgeschichte, dass die... Genau, die das Prinzip ist ja Teile und Herrsche. Das ist das Prinzip der Imperia, genau. Und das Problem, du siehst das beste Beispiel, wo siehst du das beste Beispiel? Siehst du jetzt in Italien mit der Meloni, was ist da passiert? Eine rechte Regierung ist jetzt am Start. Was hat sich da geändert? Die Agenda ist die gleiche geblieben. Natürlich. Ein paar minimale Änderungen sind durchgezogen worden, aber ansonsten im Endeffekt, um die Bevölkerung ruhig zu halten, haben die gesagt, hey, hier, wir sind für das. Wenn die Menschen in Deutschland nur verstehen, was Horst Seehofer damals schon gesagt hat, dass diejenigen, die gewählt wurden, nichts zu entscheiden haben und die, die was zu entscheiden haben, nicht gewählt wurden. Verstehst du? Ganz offen. Er sagt es den Leuten, die denken, die Leute haben eine Stimme. Das ist ja das Kranke. Ja. Die sagen es offen. Ich sag dir eins, das ist genauso wie bei dieser, wie heißt es, Gerd Wilders. Der ist ja so, kennst du ja, der aus Holland. Ja, natürlich. Der ist jetzt die stärkste Kraft in Holland, ne, um den Islam dort Einheit zu gewinnen. Richtig, aber macht er das? Es läuft also alles nach Plan. Merkst du, jetzt kommen diese Parteien nach vorne, die den Islam als die größte Gefahr, natürlich, was es auch ist, Islam ist ja einer der größten Gefahren, die es überhaupt gibt. Natürlich. Ihren Eroberungsfantasien und die Muslime, die Terroranschläge verüben und so, ne? Und diese Leute kommen dann nach vorne und dann wird dieses ganze Chaos, was bald geschehen wird, ne, wird dann gestiftet und die Leute werden dann die neue Weltordnung nach und nach etablieren. Ne? Das ist unfassbar. Was ich mich frage, jetzt sag mal nichts gegen die Moslems hier im Chat oder allgemein jeder, der hier zuhört, aber mir ist aufgefallen, dass allgemein, jetzt sagen wir mal die radikalen Moslems, jetzt nicht die was mit dem Islam nichts zu tun haben, indem sie einfach nur ihr Leben, wie die ganz normalen anderen Bürger, weißt, gibt es von jeder Sorte so, aber jetzt zum Beispiel bei den radikalen Moslems, dass die so von einer kognitiven Dissonanz beherrscht sind, eine falsche Wahrnehmung, weißt du, erklärst... Das sind keine radikalen Moslems, wir müssen aufhören, diese Leute radikale Moslems zu nennen, das sind Muslime, die treu ihrem Gott folgen und das praktizieren, was ihr Gott von ihnen verlangt, das sind treue Muslime, muss man sie nennen, wahre Gläubige, radikale Islamisten, das ist das, was die Medien denen verpassen als Stempel. Je radikaler ein Muslim ist, desto authentischer ist er. Ja, wenn Allah sagt in Surah 8, Vers 60, terrorisiert die Feinde Allahs, dann sind das gute Muslime, nicht schlechte oder Wahnsinnige. Gut, aber jetzt, egal, wir wissen ganz genau, wen wir damit meinen. So. Wir meinen denjenigen mit Bart und Kaftan, fertig. Wir wissen, wen wir damit meinen. So. Und dass man denen halt zum Beispiel sagt, hey, ihr habt ein Problem, weil... Also du tust ihnen den Spiegel vorlegen und sagst, hey, guck mal, ihr seid zu aggressiv, nur weil wir jemanden, wir euch nicht beleidigen, sondern wir sagen euch, was euer Problem ist, eure Fehler, was schlecht für euch ist. Und die kommen nicht mit Argumentation. Wenn sie mit Argumentation kommen, dann ist es immer ein Ad hominem, dann greifen die dich immer direkt an mit, keine Ahnung, ah, guck dir, deine Zähne sind so hässlich, deswegen hast du keine Ahnung, du laberst nur Scheiße und so weiter. Und sobald aber du objektiv, argumentativ sie vernichtest, wie man es bei dir ja immer sieht, deswegen trauen die sich auch nicht bei dir hochzukommen, dann werden die gewalttätig. Wie damals bei dieser Story, wo diese Tschetschenen oder diese Dagestaner dich von hinten abknallen wollten. Und das ist das Traurige. Warum erkennen die das nicht? Warum und schon wieder, hast du gesehen, in Köln wollte schon wieder eine tatschekische Gruppe das machen. Wahnsinn, ne? Ja, es ist unfucking fassbar. Die Muslime verstehen nicht, dass die in diesem Land das nicht machen können. Diese Leute, der Staatsschutz, Verfassungsschutz, die haben Technologien, die breite Masse gar nicht weiß, was sie da haben. Das ist das. Absolut, die haben... Absolut. Na, egal. Nein, mein Bruder, guck mal, es geht ja nicht mal darum, sondern die machen es richtig dumm und offensichtlich. Es ist genauso wie mit diesen ganzen Dealern, die so dumm sind und im Telefon sagen, hey Bruder, ich hab was, hast du, brauchst du was? Nein, aber das Problem ist, die sagen das ja nicht mal am Telefon, das ist ja das Heftige. Die Polizei, die haben nur einmal, vor kurzem haben die so ein TikTok-Video mal preisgegeben, wie sie ohne irgendwelche Telefonate einfach dein Gespräch, was du gerade tippst, im Laptop abhören können, absehen, machen, tun. Ja, natürlich. Ohne, dass du es mitbekommst, das ist ja das Kranke. Deswegen hat man ja das Internet auch, sagen wir mal, der breiten Masse gegeben. Glaub, natürlich. Weißt, damit der Mensch noch gläsern wird. Genauso wie mit dieser fucking KI. Alles, was du in der scheiß KI eingibst, glaubst du, das wird nicht gespeichert? Hast selbstverständlich wird die Scheiße gespeichert. Weißt du, ich meine, wir sind so gläsern, wie wir es noch nie zuvor waren. Und ich denke, dass wir irgendwann mal bald in der totalitärsten Diktatur der Menschheitsgeschichte landen werden. Sogar noch schlimmer als der Faschismus. Glaub mir, es klingt zwar hart, aber das ist Fakt. Das sind fucking Fakten. Und dass die Leute das halt nicht checken, dass sie das immer noch nicht checken und sich gegenseitig kaputt machen, egal aus welcher Seite, das verstehe ich nicht. Also gut, mein Brother, ich danke dir für ein offenes Ohr. Mach weiter mit deiner Arbeit. Du bist echt in meinen Augen der richtige King. Und ich weiß, Jesus ist der King, aber du bist der Zweite. Jesus ist der King. Ja. Wir sind seine Knechte. Wir sind alle Knechte Christi, genau. Amen. Also, mein Bruder, ich wünsche dir was. Ich dir auch. Ciao, mach's gut. Ciao, Gott sei Dank. Danke, bitte. Hallo? Hallo? Nicht weglaufen. Du bleib hier. Hallo? Hallo? Komm hier bei mir. Dann nicht. Will nicht. Nichts wollen. Ja, guten Abend. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dich und deine Familie. Ich wollte nur sagen, die wahren Christen, jetzt im Moment in Palästina, die beten momentan für die Muslime und sehen die Muslime an als wie Brüder und Schwestern. Wer macht das? Die wahren Christen in Palästina. Die wahren Christen in Palästina? In Palästina sehen die Muslime an wie eigene Brüder. Und ich weiß jetzt nicht, was du bist. Mach's gut, mein Bester. Was war das denn? Das ist also ein wundervolles Gespräch führen. Die wahren Christen in Palästina beten für die Palästinenser. Ja, okay, dann gehöre ich ja auch zu den wahren Christen. Was habe ich denn immer gesagt, ihr Lieben? Wir weinen um beide Parteien, sowohl für die Israeliten als auch für die Palästinenser. Wir beten für beide Parteien. Wir weinen für alle beide, für unschuldige Menschen, die getötet werden auf beiden Seiten. Das ist unglaublich. Ich kann einfach nicht mehr, diese Leute sind so am Ende. Er wollte seinen Frust loswerden, ja, ich glaube auch. Alles klar, wie geht's dir, Ex-Muslim? Danke dir, Gott segne dich und deine Familie, Mohammed. Weißt du, wer ich bin? Nö. Moussavi. Erinnerst du dich? Wie geht's dir, mein Bester? Ja, ganz gut. Ich wollte mit dir über einige Themen sprechen, ja. Ich hoffe, warum lachst du? Was möchtest du diesmal mit mir besprechen? Also es sind einige Themen und ich will alle öffnen, aber nicht, dass du mich runterkickst wie beim letzten Mal. Ja, wenn du nicht hörst, dann muss man dich runterkicken. Ich habe gehört letztes Mal, aber du hast Thema gewechselt, dann hast du mich runter. Beim letzten Mal habe ich dir gesagt, zeig mir entweder Apostel Petrus oder Jakobus oder Johannes, die Apostel Paulus widersprochen haben. Da hast du gesagt, aber ich bitte dich bei Gott. Aber Amir, ich bitte dich. Ich danke dir, dass du wieder gelogen hast. Siehst du, schon wieder machst du das? Schon wieder lügt er mich an. Sagt er, nein, das habe ich nicht getan. Wir haben es doch auf Tape. Die können nichts anderes als lügen, ey. Es ist unglaublich. Hörst du auf zu lügen? Warum hast du mich jetzt runtergeschmissen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Weil du nicht lügen sollst. Ich habe doch gesagt, ich bitte dich bei Gott, nur das habe ich gesagt. Na, ja, weil du meintest nach dem Motto, nein, das stimmt nicht. Nein, ich wollte dir eine Frage stellen. Direkt danach. Guck mal, ich wollte dir die Frage stellen, beim letzten Mal. Diese Frage, die du gestellt hast über Petrus, war meine Frage, die Ausgangsfrage, bezog sie sich auf Petrus? Antworte bitte ehrlich. Es ging doch darum, wegen Gesetz und Gnade. Ich wollte von Paulus, dann kamst du... Guck mal. Du kriegst ein Kamehameha, den Dreifachen. Guck mal, ich wollte, also Anfangsthema war ja Paulus und danach hast du gewechselt auf die anderen. Ja, weil du gesagt hast, dass Paulus dem Herrn Jesus Christus widerspricht wegen dem Gesetz. Richtig. Und dann habe ich dir gesagt, wenn Paulus aber dem Gesetz widerspricht, wie kann es sein, dass alle Apostel, alle Jünger und alle Apostel mit dem einverstanden sind, was Paulus sagt? Ich bin bei dir, diese Frage ist berechtigt. Ich sage dir so, guck mal, wie ich dir recht gebe, diese Frage, die du stellst, ist berechtigt. Aber hat diese Frage was damit zu tun mit meiner Forderung über Paulus und Jesus? Hat nichts damit zu tun. Nein, nein, es ist ein... Weil wenn das so ist, wie du gesagt hast, wegen dem Gesetz, dann müssten die anderen Apostel ja genau das Gleiche sagen. Richtig, okay, meinetwegen. Aber wenn ich dir sage, bitte hol mir einen Nachweis von Jesus, ich will jetzt das Thema nicht weiter aufmachen. Also wir können das schließen, ich wollte über was anderes sprechen. Was also erstmal... Du hast vorhin gesagt, also sind mehrere Themen, ne? Also du hast vorhin gesagt, Hamas sind schiitisch. Nein, siehst du, der hört schon wieder nicht. Ich frage dich doch, Nein, ich habe gesagt, die Hamas sind Sunniten, sie werden aber gefördert vom iranischen Staat, die Schiiten sind. Ach so, weil... Und die auch ihre eigene, wie nennt man das? Ja, Propaganda sowieso und eigene, wie sagt man, ich habe schon wieder eine Blockade im Kopf. Eigene Interessen verfolgen, so. Okay. Perfekt. Und eventuell aus den Hamas Schia machen wollen, weil sie sehen, dass die einzigen, die ihnen helfen, die Schiiten sind. Die Hisbollah, die Iraner, so. Wer von den Sunniten hilft seine eigenen Hamas-Leute, also die eigenen Palästinenser? Ich sehe keinen. Oder sag du mir, du bist doch Schia. Ja, richtig. Erzähl uns mal, wer hilft den Palästinensern? Seid es nicht ihr Hisbollah und Iran, also mein Land, Iran und ihr Libanesen? Richtig, richtig, ja. Also es gibt kein sunnitisches Land, das ihre Brüder da unterstützt. Wir Schiiten sind die einzigen. Und als Dank dafür schlachten sie uns ab in unseren Ländern. Ja, nee, danke schön dafür. Das ist wirklich zu fassen. Das ist auch so geisteskrank. Du gibst den also, du nimmst die auf, machst du sie richtig gesund und groß und stark und auf einmal hauen die die Schnauze ein, sobald die wieder stark sind, ne? Ja, richtig. Das ist aber traurig, eigentlich nicht zu lachen, weißt du, weil das ist ja eigentlich eine Sache, die, ich weiß nicht, zu betrauern ist. Wir Schiiten, wir leiden in unseren Ländern so viele Jahre lang, so, aber über uns wird nicht gesprochen. Aber sobald Palästina, ein sunnitisches Land, irgendwie angegriffen wird, dann werden sie alle lautstark, alle demonstrieren. Keiner von diesen Leuten, die demonstrieren, tun was und die Schiiten sind die einzigen, die helfen. Ja, ne, wirklich. Ja, es geht ja um den historischen Feind, El-Musawi. Das weißt ja. Israel ist ja der historische Feind des Islams, beziehungsweise der Muslime. Das stimmt so nicht. Es gibt Quellen, schau mal, es gibt Quellen und Hadith, die authentisch sind bei diesen Leuten, bei den Sunniten, die besagen, dass Omar ibn al-Khattab Al-Quds beispielsweise, ne, also das in Jerusalem, an die Juden abgegeben hat. Also als Sunnit dürftest du eigentlich gar nicht gegen Juden und gegen Israel sein. Dürftest du eigentlich nicht. Weil dein Führer, dein Kalif... Problem mit den Juden haben. Du siehst doch, dass zum Beispiel in meinem Land Iran, sie machen immer Wettbewerbe, wer am besten die Juden diffamieren kann und sie beleidigen kann. Das ist heftig. Malwettbewerbe. Das ist so krank. Ja, das ist auch eine Sache, wir sind auf jeden Fall gegen Antisemitismus und gegen Judenhass. Wie kannst du denn gegen Antisemitismus sein, wenn der Koran dich dazu aufruft, Juden und Christen zu bekämpfen, in Sura 9, Vers 29? Ja, aber du kannst ja nicht einen Vers auf alle Juden und alle Christen beziehen. Ich meine, jetzt ja, aber Allah sagt doch explizit. Allah sagt doch explizit in Sura 9, Vers 29, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Ich habe eine Frage, Ex-Muslim. Die Koranverse bei uns Schiiten, wer darf die deuten? Wer darf sie deuten? Ja, laut eurer Auffassung nur die Imame, oder was? Ach, Sant, barakallahu fik. MashaAllah, du hast gelernt, ja? Du bist schlauer geworden. Ich bin Dr. Sheikh Abu Amir, wie kannst du mich in Frage stellen? Richtig, das bedeutet, du kannst bei uns Schiiten nicht irgendwie mit Ibn Kathir kommen oder At-Tabari oder Al-Bukhari. Aber Allah sagt doch, meine Verse sind klar und deutlich. Also wie deutlicher willst du es noch haben, wenn Allah sagt, kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben. Da steht nicht, kämpf gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen oder kämpf gegen diejenigen, die euch unterdrücken. Der einzige Grund, warum ihr Andersgläubige bekämpft, ist, weil sie nicht an das glauben, an was ihr glaubt. Und das als du vorhin mit dem einen von deinen Brüdern gesprochen hast. Ist das richtig, was ich gerade gesagt habe, ja oder nein? Nein, das ist falsch, weil du beziehst einen Vers auf alle Zeiten. Ich sage dir gerade, als du, Du beziehst einen Vers auf alle Zeiten und das geht nicht, weil Verse wurden hinabgesagt. Ja, aber der Allah sagt doch, meine Verse sind doch für alle Zeiten gültig. Aber hast du nicht vorhin von Asbab al-Nusul geredet, Ex-Muslim? Ja, richtig. Deswegen habe ich ja mit einem Schia, mit dem Sunni da gesprochen. Richtig. Und was sind Asbab al-Nusul? Der Grund und die Herabsendung eines Verses. Perfekt. Das bedeutet, für jeden Vers gibt es einen Grund, einen Kontext, den man einbeziehen muss und den man nicht verallgemeinern kann auf alle Zeiten und auf alle Orte und auf alle Situationen. Allahs Worte sind ja bis zum Tage der Auferstehung gültig. Das ist ja Quatsch, was du da erzählst, Mann. Richtig, aber Allah entscheidet, wann er einen Vers für die Propheten und für die Imame in Kraft treten lässt und wann nicht. Das entscheidet er. Dass die Verse gültig sind, da bin ich bei dir. Aber ja, welcher Vers? Ist das also für dich in Ordnung, dass der Allah sagt, kämpft gegen diejenigen, die nicht an ihn glauben? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala damit eine Gruppierung meint, die damals existiert hat und gegen den Propheten diese Verfolgungen angefangen hat. Wo kommst du da drauf? Wo steht das in Verfolgung und sowas? Das ist bei uns Schiiten als auch bei den Sunniten fest bestätigt, dass der Prophet verfolgt wurde. Man hat ihn mit Steinen beworfen, man hat ihn... Warum wurde er verfolgt und mit Steinen beworfen? Weil er die Götzen bekämpfte und sagte, ihr sollt einen einzigen Gott anbeten. Genau das, was Isa a.s. hat ihre Götter beleidigt. Die Quraysh hatten überhaupt kein Problem mit dem, was er da gepredigt hat. Aber was er zu ihnen gesagt hat, er hat angefangen, die Götter der Quraysh zu beleidigen, hat gesagt, wenn ihr stolz seid auf das, was vor dem Islam war, geh und beiß in den PNS eures Vaters und so. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, Abu Amir, sehr schön. Dieser Hadith, den du gerade zitiert hast, ist er bei uns Schiiten oder bei denen? Nein, ich sage nur, die Geschichte des Islams, eure Quellen. Nein, ganz kurz, die Geschichte des Islams, wenn du von Geschichte des Islams sprichst, es gibt eine schiitische und eine sunnitische Geschichte. Du kannst nicht einen sunnitischen Hadith mehr vorwerfen. Ganz kurz, bei uns Schiiten, ich fordere dich heraus, einen einzigen Hadith, und du kannst es beim nächsten Mal tun, musst du nicht heute machen. Ne? Also ich sage, ich bin ein ehrlicher Mensch, wenn du jetzt nichts hast, kannst du das beim nächsten Mal tun, einen einzigen schiitischen Hadith zu holen, in dem der Prophet die Götter der Muschrikin beleidigt hat. Vielmehr war das ein Vorwand der Muschrikin, gegen den Propheten zu kämpfen. Warum? Weil bei uns Schiiten überliefert steht, dass der Prophet ihre Götter nicht beleidigt hat, sondern sagte, lasst ab von dieser Götzenanbetung. Genau das, was auch die anderen Propheten zuvor gemacht haben. Was passiert denn zum Beispiel mit mir in einem mehrheitlichen muslimischen Land, wenn ich zu ihnen sage, lasst ab von eurem Götzendienst und Götzen Allah? Also wenn du in einem islamischen Staat, wo ein Imam herrscht, sowas tust, dann kannst du das Land verlassen oder du musst damit... Ganz kurz. Sollen wir dich auch jetzt aus dem Land kicken, weil du sagst, ihr seid Götzendiener, ihr Christen? Nein, 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 weil du kannst das nicht vergleichen. Das, womit der Prophet kam, damit kamen alle Propheten. Willst du sagen, man darf jetzt, also man soll jetzt den Teufel anbeten, darf man das? Dürfen Teufel anbeten? Ja, für mich ist Allah ein Götze. Für mich ist Allah ein Götze. Du bist hier in der Autorität der ungläubigen Macht. Stell dir mal vor, jemand, also diese ungläubige Macht herrscht da gerade über dich. Und aufgrund deiner Religion, weil du ein Götzendiener in ihren Augen bist, darfst du auch nicht zu ihnen sagen jetzt, das, was ihr da anbetet, ist Götzendienerei, und dann so einfach denken, dass sie nichts dir antun. Aber wenn die dir was antun, wäre das dann schlimm oder ist das nicht schlimm? Wird das im Christentum toleriert, wenn ich sage, Jesus ist eine Götze und wir lehnen ihn ab und beleidigen ihn? Ist das erlaubt im Christentum? Nicht erlaubt, aber wir tun dir nichts an, weil Jesus Christus gesagt hat, betet für eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen, und betet nicht, die euch beleidigen und verfolgen. Was wird Jesus tun, wenn er zurückkommt, Amir? Ich meine nur rein hypothetisch gesehen, was ich dir gerade gesagt habe. Du sagst zu uns, dass wenn du zum Beispiel, wenn ein Imam herrschen würde, unter der Herrschaft eines Imams, dürftest du nicht den Islam kritisieren. Du aber selber mit deiner Heuchelei kommst hier nach Deutschland, kritisierst das Christentum, greifst es an und hast aber wenigstens die Freiheit, dass niemand dir etwas antut. Und du darfst es sogar sagen. Nein, nein, nein. Ganz kurz. Wo ist denn da die Gerechtigkeit, dass wir das genauso machen dürfen? Du sprichst gerade, jetzt hast du das geändert. Du hast vorhin von Beleidigung gesprochen, jetzt sprichst du aber von Kritik. Ja, aber das ist doch beleidigend, wenn du sagst, dass ihr Götzen anbetet. Nein, die geben das doch selbst zu. Die Götzendiener haben doch selbst zugegeben, dass die Götzen anbeten. Und der Prophet hat nichts anderes getan als gesagt. Ja, aber für uns ist das eine Beleidigung, wenn du sagst, dass Christus ein Götze ist oder dass ihr Götzenanbeter seid. Und wenn Jesus kommt und ich das vor ihm sage, was wird er mit mir machen? Ja, Amir. In späteren Zeiten wird er natürlich als Richter zurückkommen. Das ist doch klar. Dankeschön. Und genau das ist ja bei uns. Wir reden doch jetzt über eine Gesellschaft, die unter der Scharia herrscht, wenn ein Imam, wie du schon sagst, bei uns im Iran. Nein, ganz kurz. Nein, die gibt es nicht. Ganz kurz. Du hast mich nicht verstanden, Amir, bitte. Damit wir uns hier verständigen. Du hast mich nicht verstanden, wenn ich sage, ein Imam, nicht das, was du jetzt siehst, beispielsweise im Irak oder im Iran oder wo auch immer in irgendwelchen schiitischen Ländern. Nein, ich rede von einem Staat, wo ein Richter zurückkommt. Genauso wie du daran glaubst, dass Jesus zurückkommen wird, glaube ich daran, dass Imam al-Mahdi mit Isa a.s. zurückkehren wird und das... Ja, wir reden aber in späteren Zeiten als Richter zurückkehren. Aber ich meine jetzt in der Staatsform. Wir haben ja über eine Staatsform gesprochen. Du hast gesagt, unter einer Autorität eines Imams, wenn du in einem Staat lebst, wo der Imam herrscht, okay? Da darf man dir nicht antun. Da darfst du nicht sowas sagen, sonst würde es dir eine Klage gehen. Also wenn du jetzt sprichst, wo der Imam nicht gekommen ist. Genau, darüber sprechen wir doch gerade. Und deswegen habe ich zu dir gerade gesagt, und das ist bestätigt. Wenn du davon sprichst, dass der Imam nicht erschienen ist als ein Richter, und du weißt, was ich mit Imam meine, nicht Imam, so wie die Sunniten das sehen. Du weißt, was ich damit meine. Du hast doch gerade bestätigt, als Herrschaft in einer islamischen Mehrheitsgesellschaft, muslimischen Mehrheitsgesellschaft, unter der Autorität eines Imams, der das Haupt dieser Umma ist, bei euch jetzt. Was meine ich mit Imam? Amir, was meine ich mit Imam? Was meine ich mit Imam? Imam, ein Führer, der euch Schiiten führt, wie bei uns im Iran. Nein, wer ist das? Nein, nicht Iran. Ich meinte nicht Iran. Die höchste Autorität im Iran ist ja Khamenei. Nein, das nicht. Haddstrafen sind verboten. In der Zeit der Verbotenheit. Wir reden von Haddstrafen, ey, das kann doch nicht wahr sein. Nein, auch das, was du gerade... Warte, wovon reden wir denn die ganze Zeit? Wenn wir davon sprechen, dass die Götzenanbetung... Guck mal, jetzt wirst du respektlos. Hast du auch warum denn? Das ist doch wirklich viel zu viel Kamelurin, Habib. Aber hast du auch auf Kacke gekocht, beispielsweise wie das in der Bibel? Bei euch ist das doch richtig erlaubt, mit Kacke zu backen und so. Ja, das steht doch in der Bibel. Ja, gut, es gibt ganze Fatwas, die erlauben auf Kuh. Ex-Muslim, bitte hör auf, Jani, das Gespräch jetzt so respektlos werden zu lassen. Lass uns einfach ganz neutral und sachlich jetzt sprechen. Ich wollte eigentlich über andere Themen gerade reden, aber damit wir das letztendlich zumachen, du gibst selbst zu, dass Jesus, wenn er kommen wird, als ein Richter, und er wird genau das machen. Ja, weil er Gott ist. Der ist ja Gott, mein Lieber. Ja, und bei mir ist Imam al-Mahdi von Gott eingesetzt. Genau das. Also Allah teilt dann seine Autorität und Herrschaft und gibt ihm so göttliche Fähigkeiten zu richten, ne? Hat Moses nicht geherrscht bei dir? Wir reden gerade über göttliche Fähigkeiten, über jeden Menschen, der alles in sich weiß. Kann der Imam Mahdi das? Das Wissen über das Verborgene hatten deine Propheten auch. Ich rede über das, was die getan haben in ihrem Leben. Sie konnten Wunder bewirken, so wie die Propheten, ja. Ich danke dir, dass du nicht zuhörst, und jetzt reicht es auch langsam. Ja, ehrlich, das kann doch nicht wahr sein. Unglaublich. Ich sag zu ihm, ey, der Allah, der teilt einfach seine göttlichen Fähigkeiten mit diesen Leuten, mit diesem Mahdi. Also kann dieser Mahdi genauso richten wie Gott. Unglaublich. Wie mir das auf die Nerven geht, wie der die ganze Zeit versucht, immer weiter auszuweichen, immer weiter das Thema zu verfehlen. Unglaublich. Danke, Mila. Ist dein Bruder wieder frei? Der ist immer frei. Ah, ne, nicht. Warst du schon gerade eben hier drin? Du warst gerade eben hier drin, mein Lieber. Lass auch mal die anderen. Du kannst ja gerne reinkommen, wenn du mehr weißt. Du kannst gerne reinkommen, wenn du mehr drauf hast. Lappi. Und erzähl kein Lappi hier. Danke, Don Ober. Wenn ich merke, dass die Leute ignorant werden und mir nichts mehr zuhören, dann bringt das auch nichts mehr. Merkst du das selber nicht? Ich rede von Äpfel, der kommt mit Birnen. Und das macht er jedes Mal, ey. Danke. Ich kenne ja meinen El-Musawi. Mit dem habe ich schon 1000-mal gesprochen. Gay kannst du den nennen, den du in den Spiegel siehst, mein Lieber. Vergiss das nicht, ne? Einfach ins Spiegel gucken und dann nochmal sagen. Ja. Okay, ihr Lieben, ich denke, ich mache jetzt langsam mal Schicht im Schacht hier. Ich bin sehr, sehr müde und platt. Ich glaube, wir beenden das Ganze jetzt mal. Und ich denke, dass ich dann eventuell später nochmal live komme oder dann morgen früh oder morgen Mittag oder so, ja. Weil Dr. Sheikh Abu Amir ist gerade echt übermüdet. Tu das nicht, Gottes Segen, oder? Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen, ihr Wundervollen. Danke, dass ihr dabei wart, ihr Lieben. Danke für diese ganzen Likes, Teils und alles Mögliche. Ne? Danke dir, Cousinus. Gute Nacht. Möge der Herr Jesus Christus euch jeden einzelnen von euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen, ihr Lieben. Ich mache jetzt mal langsam ein bisschen mal Pause, ehrlich. Mein Kopf ist gerade auch übelst am Rauchen. Ey. Ich muss mal ein bisschen mal zurücktreten. Ich bin auch nur ein Mensch, ehrlich, Leute. Ich kann manchmal, es geht mir das auch bis, steht mir das bis hier oben. Echt. Aber natürlich versuchen wir alles, um den einen oder anderen ein bisschen aufzuklären. Ne? Ihr wisst ja. Okay, Lieben, ansonsten haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Lasst euch niemals von irgendwem... ja, wer ist... Ach so, Zibi ist da. Leppi. Leppi. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, danke. Gott ist noch ich was habe sagen. Nur eine Frage, wenn geht. Ich möchte dich nicht eingreifen oder sonst was. Ja. Ich wollte dich fragen, warum machst du keine Werbung für deine Religion? Wieso erzählst du nicht über deine Religion? Mache ich doch die ganze Zeit. Jesus Christus ist der allmächtige Gott, der ins Fleisch gekommen ist und uns gesagt hat, dass Mohammed ein falscher Prophet ist, der ein falsches Evangelium verkündigt, und an seinen Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, aber da oben steht Ex-Muslim, dein Name. Wieso schreibst du nicht Jesus? So, bin ich Jesus? Ja, deine Religion. Wie nennst du deine Religion? Hat deine Religion einen Namen? Religion, Sippi. Ich meine Lappi. Ja. Aber du bist gegen Muslimen. Du hetzt nur den ganzen Tag. Nein, ich hetze überhaupt nicht. Ich sage nur die Wahrheit. Ja, aber welche Wahrheit sagst du? Warum erzählst du nicht? Guck mal. Und die Wahrheit über die Bibel. Aber du kennst doch die Bibel, oder? Du liest auch die Bibel. Ja, natürlich. Deswegen komme ich immer und sage die Wahrheit. Okay, du sagst die Wahrheit, alles gut. Aber wieso liest du nicht vor, die Menschen beizubringen? Die ganze Zeit lese ich vor. Nein, du ladest nur Leute an und diskutierst hier rum und machst Para, sonst nichts. Ich mache diskutieren. Ich mache diskutieren. Ja, du machst nur Para, sonst nichts. Bada, Jörg. Ja, das ist dein Ziel. Und jetzt schmeißt du gleich raus, ne? So, weil du nicht weißt. Der macht nur Bada, der Kleine hier. Hör mal auf damit. Ja, du bist Hetzer. Dich interessiert Jesus nicht. Dich interessiert gar nichts, nur Geld. Es geht hier um Geld. Warum erzählst du uns nicht? Erzähl uns doch, wer Jesus ist. Was müssen wir, wie müssen wir beten? Was müssen wir tun, um Jesus kennenzulernen? Wieso erzählst du solche Dinge nicht? Möchtest du das wissen? Hast du mich danach gefragt? Nein, du bist 24 Stunden hier und laberst nur. Ja, siehst du, du fragst nicht mal danach. Das ist ja das Problem, was wir haben. Nein, wenn guck mal. Fragen, würde ich sie da natürlich antworten. Wir Muslime, wenn wir live gehen, wir fragen nicht. Wir lesen Koran vor und erklären den Islam. Ja, darf ich dir auch mal Koran vorlesen? Surah 78, Vers 33. Lies doch deine. Wieso liest du Koran? Lies doch deine Bibel. Ich will dir vorlesen, was dein Gott behauptet, mein Gott zu sein. Nein, lass doch den Gott. Du glaubst doch an den nicht. Wieso diskutierst du über den? Dein Allah behauptet, der Gott der Bibel zu sein. Ja, aber lass doch Allah. Du glaubst doch nicht an Allah. Was hast du mit Allah zu tun? Nichts, du hast mit Allah nichts. Aber rede doch nicht über Allah, rede doch über deine Religion. Lass uns kennenlernen, deine Religion. Mach Werbung. Danke dir für dein Kamelohrenverständnis. Dankeschön. Vielen Dank für dein Kamelohrenverständnis. Der Koran redet in fast jeder Passage über die Bibel, über das Christentum, über die Hölle, damit die Ungläubigen in die Hölle fahren. Und dann sagt er zu mir, warum redest du über Islam? Das ist genauso, als wenn jemand die ganze Zeit über euch Lügengeschichten erfindet und du nichts dagegen so sagst. So. Versteht ihr? Einfach so, ja, kein Problem. Ja, danke, Sancho. Ja, ich weiß nicht, was die für Leute für ein Verständnis haben. Ne? Also ihr eigenes Buch ruft dazu auf, uns Nacken zu therapieren, dass Jesus nicht Gott sei, er nicht der Sohn Gottes ist, es gibt keine Dreieinigkeit, man muss den Juden und Christen Jizya von ihnen nehmen, sie unterdrücken und einfach wie Dreck behandeln. Allah betitelt uns als das Schlimmste vom Vieh. wir sind Affen und Schweine, ja, was soll das? Ja, wundervoll. Okay, ihr Lieben, ich gehe jetzt mal offline und ja, ihr seht ja, diese wundervolle Intelligenz möchte ich mir heute nicht mehr reintun von den Leuten. Okay, Gottes Segen, ihr Wundervollen. Macht's gut. Ja, der Herr segne, behüte und beschütze euch. Ich bin dann später morgen wieder live oder so. Danke, Sabrina, danke. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Macht's gut. Ciao.